Schön, dass ihr alle da seid, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber gut, aus der Altersklasse sind wir raus. Aber die Munterkeit ist doch erstaunlich, muss ich sagen. Normalerweise bei mir, Sonntag 9 Uhr, sieht es dann wesentlich weniger gut aus, aber hier alle schon sehr, sehr aufmerksam. Und dann denke ich, können wir auch gleich mit dem ersten Vortrag starten. Es geht um Hermann Ganswindt, finde ich ein ganz interessantes Thema. Mit dem hatte ich mich in meiner Jugend auch mal auseinandergesetzt und beschäftigt. Eine sehr interessante Persönlichkeit. Und Michael Tilgner wird uns hier einiges dazu erzählen. Dann wünsche ich gute Unterhaltung. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie alle den gestrigen Abend gut überstanden haben. Aktuelles aus der Raumfahrt ist das Motto des heutigen Tages. Es lohnt sich aber vielleicht, einmal zurückzuschauen an die Anfänge der Raumfahrt. Umso besser werden wir dann die riesigen Fortschritte verstehen, die wir in den letzten 100 Jahren erreicht haben. Gehen wir also mehr als 100 Jahre zurück, gehen wir zurück zu Hermann Ganswindt. Hermann Ganswindt hat im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt. Er wurde geboren in Seeburg in Ostpreußen 1856 und starb in Berlin 1934, ganz verarmt, das kann ich schon mal im Vorwege sagen. Und er war ein Zeitgenosse von Konstantin Tsiolkovsky. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen gehört oder gelesen etwas über Hermann Ganswindt, zum Beispiel im Internet. Ich kann Ihnen sagen, dass vieles von dem, was dort steht, ziemlich vage und ungenau oder sogar unzutreffend ist. Das eine oder andere kann ich Ihnen heute hier berichtigen und klarstellen. Wer war Hermann Ganswindt? Hermann Ganswindt war Erfinder. Er hatte zwar Jura studiert auf Wunsch seiner Eltern, aber seine Leidenschaft war die Technik. Sie sehen hier aus einem Rundschreiben seinen Absender dargestellt. Hermann Ganswindt, Drahtachsenlagerwerke und Fahrradfabrik, neue Erfindungen, Lizenzen. Damit hat er sich also die ganze Zeit beschäftigt. Was waren das für Erfindungen? Auf einem Bild aus dem Jahre 1899 hat er sozusagen seine Erfindungen einmal zusammengestellt. Sie sehen hier auf der rechten Seite ein Montagegebäude, das in Schöneberg bei Berlin errichtet wurde. Aber die Landschaft als solche ist eine imaginäre Landschaft, nämlich die Landschaft seines Heimatdorfes. Hier ist die väterliche Mühle gezeichnet, der See aus seinem Heimatdorf. Wenn Sie vom Mikro weggehen, also bitten, das hier zu benutzen. Also rechts sehen Sie das Montagegebäude in Schöneberg bei Berlin, was er errichtet hat. Dahinter die väterliche Mühle und den See seines Heimatdorfes. Und ganz rechts, ganz links von Ihnen aus gesehen, ich gehe vielleicht doch wieder hier hin. Links sehen Sie eine seiner ersten Erfindungen, das lenkbare Luftschiff. Nach seiner Vorstellung musste das Luftschiff zigarrenförmig langgestreckt sein und auch von einer sehr großen Größe. Das Minimum, was er angenommen hat, war 150 Meter. Er konnte dieses Projekt aber nicht realisieren, obwohl er es dem Kriegsministerium angeboten hat. In der Mitte und deswegen auch am größten, weil es für Ganswindt am wichtigsten war, ist der lenkbare Flugapparat, eine Art Helikopter mit zwei Flügeln, gesichert durch Drahtversteifungen. Und dann sehen Sie darunter so ein Männchen, also eine kleine Gondel. Das war das Hauptaugenmerk von Hermann Ganswindt, für das er für viele Jahre und Jahrzehnte versuchte, Gelder aufzutreiben. Weiter unten sehen Sie Gefährte, sogenannte Tretmotorwagen. Das waren Wagen, die durch Pedalantriebe, durch Menschen angetrieben worden sind. In einer Zeit, wo gerade, sagen wir auch dann, die Motoren entwickelt worden sind von
oder kurz davor. Und schließlich die Fahrräder mit Drahtachsen, die in seiner Anzeige, in seiner Ankündigung auch enthalten waren. Aber für uns heute ist wichtig, die Erfindung, die Sie oben rechts sehen, das Weltenfahrzeug, mit dem Ganzwind heutzutage eigentlich nur noch in Verbindung gebracht wird. Was wissen wir darüber? Was hatte er für Vorstellungen? Das, was wir darüber wissen, entstammt einem Buch, was im Selbstverlag erschienen ist, 1899, mit dem seltsamen Titel Das jüngste Gericht. Fragen Sie mich bitte nicht, warum er diesen Titel gewählt hat. Hermann Ganzwind und seine Erfindungen. In diesem Buch werden Patentauszüge, Zeitungsartikel, Gutachten zusammengestellt über alle diese Erfindungen, die ich Ihnen eben gerade vorgeführt habe. Diesen Darstellungen vorgeschaltet ist ein Vortrag, ein Abdruck eines Vortrages, den er gehalten hat, mit dem Titel Über die wichtigsten Probleme der Menschheit. Sie können schon an diesem Titel sehen, dass Ganzwind nicht an einem Minderwertigkeitskomplex litt. Und in Wirklichkeit ist der Titel auch zu kurz. Es musste nämlich heißen, über die wichtigsten Probleme der Menschheit und meine Lösungsvorschläge. Was waren das für Probleme? Das waren die Probleme der Luftfahrt. Wie ist Luftfahrt möglich? Wir befinden uns im Jahre 1899. Da hat noch kein Flugzeug geflogen. Die Lösung war der lenkbare Flugapparat. Dann das Thema Raumfahrt, auf das wir gleich weiter eingehen. Ein Punkt, den er ausgegliedert hat im Abdruck, aber in einem separaten Artikel behandelt hat, die Lösung des sozialen Problems und schließlich Philosophisches. Das muss ich hier übergehen, aber es mündete in eine physikalische Theorie der Wiederauferstehung. Wir wollen uns jetzt also mit dem Thema Raumfahrt befassen. Und was Sie jetzt hören werden, wird vor allem der Originalton Ganzwind sein. Ich werde Ihnen die Zitate von Hermann Ganzwind direkt bringen und nicht aus zweiter Hand von Journalisten oder anderen Berichterstattern, sondern das sind jetzt alles Thesen und Themen, die von Hermann Ganzwind selbst stammen. Das Weitere, was Sie hören werden, sind meine Erläuterungen dazu. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus diesem Vortrag über die wichtigsten Probleme der Menschheit. Ich habe mir gedacht, Sie haben vielleicht Probleme, diese Schrift von hinten so lesen zu können. Deswegen habe ich jetzt die wichtigsten Sätze etwas vergrößert hervorgehoben. Und der Abschnitt über Raumfahrt beginnt also mit dem Satz: Ich habe mir daher die wissenschaftliche Frage vorgelegt, ist die Möglichkeit vorhanden, die nächsten Planeten Venus und Mars zu besuchen. Man könnte über diesen Satz leicht hinweggehen, aber eigentlich ist hier schon ein ganz wichtiger Durchbruch zu erkennen. Ganzwind wollte keinen Roman schreiben, wie Jules Verne oder sonst irgendwelche literarische Ambitionen, sondern er wollte die Frage wissenschaftlich untersuchen, wie Telefonie funktioniert oder wie eine Dampfmaschine funktioniert. So wollte er untersuchen, ist Raumfahrt möglich? Und er antwortet auf die selbstgestellte Frage mit den Sätzen, jawohl, es ist möglich und ich habe bereits die Lösung des Problems einer Expedition nach anderen Weltkörpern angebahnt. Wie sieht diese Lösung aus? Nämlich, es ist das Trägheitsgesetz, welches man als Stützpunkt sowohl in der Luft als auch im luftleeren Raum verwerten kann. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil hiermit auch schon deutlich wird, Ganzwind verzichtet auf spekulative Physik. Keine Abschirmung der Schwerkraft, keine Nutzung von Ätherenergie, keine Kanone, kein Schwungrad, andere Vorschläge dieser Art waren so, sondern er hat gesagt, das Trägheitsgesetz, also die Newtonsche Mechanik, müssen wir zugrunde legen. Und wie wir wissen, funktioniert das Trägheitsgesetz auch im luftleeren Raum. Das wurde ja noch bis in die 20er Jahre auch von
Gelehrten in Abrede gestellt. Die Frage ist also, wie kann man es machen, damit die Schwerkraft zu überwinden? Und er antwortet auf diese Frage: Man konstruiert einen Flugapparat aufgrund der Reaktionsgesetze explodierender Stoffe. Das ist ein gewisserweise noch kryptischer Satz, den ich Ihnen jetzt in der Folge etwas erläutern will. Wie sieht dieser Flugapparat aus? Das ist dieses berühmte Bild des Weltenfahrzeuges, was in diesem Vortrag in diesem Buch mit abgedruckt ist. Sie sehen hier ein Gefährt. Irgendwo ist hier ein Antrieb zu erkennen. Wir werden jetzt auf dieses Weltenfahrzeug etwas näher eingehen. Und als erstes möchte ich Ihnen den Antrieb erläutern, gemäß Ganzwind. Ich habe jetzt einen Ausschnitt genommen aus diesem Bild. Sie erkennen hier, was später so genannt wird, einen Stahlblock, eine Art Stahlbehälter. Hier ist irgendwie eine Art Explosion. Hier sehen Sie so eine Art Halbkugel oben und unten ebenfalls. Und das kennzeichnet schon das eigentliche Antriebsverfahren. Ihm war nämlich aufgefallen, dass wenn man einen Gegenstand mit einer großen Geschwindigkeit von sich wegschleudert, dass man da eine Kraft erfährt. Und er hat dann formuliert: Schleudere ich also alle Augenblicke einen neuen Körper von dem Gewicht einer Faust oder später genauer gesagt einer Dynamitpatrone nach unten, so werde ich dadurch im beschleunigten Tempo nach oben gehoben. Das ist also sein Ansatz. In einer Erläuterung hat er das noch weiter ausgeführt, die auch in diesem Buch steht, nämlich: Erlangt das kleine Geschoss eine Anfangsgeschwindigkeit von 1000 Metern in einer Sekunde, so erlangt der Stahlblock nur eine solche von etwa 50 Metern pro Sekunde. Wenn man diesen Satz ein bisschen sich da einfühlt, sag ich mal, dann erkennt man dort den Impulserhaltungssatz wieder, wie dort eine Kraftübertragung stattfindet. Das sieht also im Einzelnen so aus. Hier haben wir den Stahlblock. Da als kleines Rechteck ist eine Dynamitpatrone. Diese Dynamitpatrone wird zur Explosion gebracht. Die Hälfte wird nach unten weggeschleudert und ist verloren, mit ungefähr 1000 Metern pro Sekunde, wie Ganzwind annimmt. Die andere Hälfte wird nach oben geschleudert mit 1000 Metern pro Sekunde und stößt an diesen Stahlblock und überträgt die Energie auf diesen Stahlblock, vielleicht bis 50 Metern pro Sekunde, bis zu einer Endgeschwindigkeit von 50 Metern pro Sekunde. Der obere Teil wird zurückgeschleudert und fällt auch weg. Das ist also praktisch die Theorie des elastischen Stoßes. Durch die kontinuierliche Anwendung des elastischen Stoßes wird das Gerät nach oben getrieben. So die Idee von Ganzwind. Nach Tsiolkovsky haben wir eine Verbrennung von Treibstoff und Sauerstoff in einer Kammer, die dann durch eine Düse, wo die Gase durch eine Düse austreten und dann dadurch die Rakete nach oben befördert. Ganzwind hat sich auch mit diesem Konzept befasst und in einem späteren Artikel sich dazu geäußert und sagte, das halte ich für unpraktikabel, denn durch den zurückstauenden ungeheuren hydraulischen Druck würden die Treibstoffbehälter zum Bersten gebracht. Deswegen ist er der Meinung, man müsse bei seinen Antriebspatronen bleiben. Also das Weltenfahrzeug. Da haben wir einmal diesen Stahlblock, den ich Ihnen eben vorgestellt habe. Dann darunter befindet sich ein länglicher Zylinder, das kleinere Geschoss, was wir eben auch besprochen haben.
was nach unten weggeschleudert wird. Auf dieser Zeichnung sieht man das obere Teil, oberen Geschoss nicht so deutlich. Dann in diesem Zylinder sollen sich zwei Personen, zwei Reisende aufhalten mit ihren Vorräten. Diese langen, dünnen Verstrebungen, die Sie dort sehen, sollen komprimierten Sauerstoff enthalten für die Reise. Und dann haben wir, was von vielen Berichterstattern fast immer übersehen wird, ein sogenanntes elastisches Verbindungsglied, mit dem diese Stahlgondel, mit dem dieser Stahlblock mit dem Rest des Fahrzeuges verbunden ist. Was hat es damit auf sich? Damit hat es Folgendes auf sich. Ganswind wollte die ruckartige Beschleunigung durch die kontinuierlichen Dynamitpatronenexplosionen dämpfen und in eine stetige Bewegung des Raumschiffes überführen, indem nämlich einmal dieser Stahlblock nach vorne geschleudert wird, die elastischen Verbindungsglieder dehnt und dann entspannt sich das wieder zurück und dadurch soll eine gleichmäßige Beschleunigung von etwa 20 Metern in der Sekunde Quadrat entstehen. Allerdings hat sich Ganswind nie näher über diese Frage der Dämpfung geäußert, wie er sich das vorstellt, mit welchen Materialien das vielleicht gehen könnte und so weiter. Er hatte ja die Frage aufgeworfen, ist es möglich, den Planeten Mars oder den Planeten Venus zu besuchen? Und in dem Vortrag, der in diesem Buch abgedruckt ist, das jüngste Gericht, betrachtet er die Mars-Expedition. Und dort schreibt er, man kann im Weltenraum die Geschwindigkeit so weit steigern, dass man Mars oder die Venus in circa 22 Stunden erreichen könnte. Ich habe schon eben gehört, nicht? Heutzutage schmunzeln wir darüber. Wir wissen, dass wir ja mindestens ungefähr 8 Monate benötigen, um von der Erde zum Mars zu kommen. Und ich bin auch darüber gestutzt und habe darüber nachgedacht, wie kann man auf diese Zahl kommen. Und habe dann die Angaben, die Ganswind dazu gemacht hat, verwertet. Nämlich, wenn Mars der Erde am nächsten steht, dann ist die Entfernung ungefähr 60 Millionen Kilometer. Und nach Ganswind sollte es so sein, dass diese Strecke überwunden wird, indem man die Hälfte dieses Weges mit doppelter Erdbeschleunigung, also mit 2G, beschleunigt, dann auf der Hälfte des Weges das Weltenfahrzeug wendet und dann die zweite Hälfte des Weges mit doppelter Erdbeschleunigung mit 2G bremst. Und wenn man diese Angaben berücksichtigt, dann habe ich daraus diese Formel abgeleitet. Das ist jetzt nicht ganz, das ist also auf meinem Mist gewachsen. Und ich kann dann aus diesen Zahlenwerten 30 Stunden Fahrzeit ableiten. Wir sehen daraus, dass also Ganswind eine ziemlich naive Vorstellung von der Raumfahrt gehabt hat, dass also er gedacht hat, man könnte von der Erde zum Mars auf einem direkten Wege dorthin gelangen. Wir wissen natürlich heute, dass das so nicht möglich ist. Ein weiteres Thema, was ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist, ich hatte ja gesagt, das ist der Abdruck eines Vortrages gewesen, 1899. Wann war denn dieser Vortrag wirklich? Wann wurde der zum ersten Mal gehalten? Denn Ganswind ist ja mit diesen Ideen einer derjenigen, die praktisch die Priorität auf die Frage der Raumfahrt auf Basis des Rückstoßprinzips erheben kann. Und hier gibt es eine enorme Verwirrung. Eine Biografie, die vor einigen Jahrzehnten erschienen ist, von der Frau Essers über Ganswind, mit dem Titel Vorkämpfer der Raumfahrt mit seinem Weltenfahrzeug seit 1881, wird das Datum 1881 in die Welt gesetzt, und zwar schon auf der Titelseite. Wo kommt das her? Das kommt her von einem Beitrag von Max Valier. Max Valier ist vielleicht vielen hier bekannt, mit seinem Raketenauto. In den 20er Jahren hat er viel Furore gemacht, hat auch ein Buch geschrieben und in diesem Buch geht er auch auf Ganswind ein. Und Sie sehen, dass hier in 2 Absätzen das Datum 1881 dreimal erwähnt wird.
und einen Vortrag in der Philharmonie in Berlin. Aber das ist nicht die einzige Angabe. Wir finden in der Literatur mehr Angaben, zum Beispiel von Willy Ley, der behauptet hat, ich habe die vergilbten Zeitungsausschnitte gesehen, und der sagt, 27. Mai 1891 in der Berliner Philharmonie. Und dann gab es einen Vortrag von einem Alfred Fritz, der sagte, nein, das war 1893 am 27. Mai in der Berliner Philharmonie und hat sich auf die Tochter von Ganswind berufen. Und die Frau Essers, was macht die da draus? Sie akzeptiert alle drei Daten. Alle drei Daten hält sie für richtig und zutreffend und hat sie also in ihrem Buch mit aufgenommen. Aber wenn man das jetzt so tabellarisch auflistet, sieht man sofort, es kann eigentlich nicht sein, dass ein Vortrag am selben Tag, am 27. Mai, am selben Ort, aber an verschiedenen Jahren gehalten worden sein kann. Da stimmt also irgendwas nicht. Im Übrigen ist auch dieses Datum 1891 kürzlich in der Raumfahrt konkret wieder mit abgedruckt worden. Wir wissen inzwischen, ich habe vor ein paar Jahren herausgefunden, es ist dieses Ankündigungsplakat dieses Vortrages eben versteigert worden, Internet. Berlin Philharmonie, 27. Mai 1893, Experimentalvortrag über Luftschifffahrt von Hermann Ganswind. Also das Datum 1893 ist definitiv. Das hat auf jeden Fall stattgefunden. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich habe eine ganze Menge Zeitungsberichte inzwischen ausgegraben aus diesem Jahr, die über diesen Vortrag berichtet haben. Aber was ist mit den anderen Daten? Da habe ich vor kurzem gefunden ein Rundschreiben von einem Herrn Jakobson mit dem Titel Eingaben an die deutschen Städte wegen der geplanten Millionenspende an den Grafen Zeppelin. Damals 1908 wurde Geld gesammelt für Zeppelin und das ließ die Gruppe um Ganswind keine Ruhe. Und Jakobson war Vorsitzender des Ganswindschen Schutzkomitees, sowas gab es nämlich, und waren der Meinung, eigentlich müsste man auch für Ganswind sammeln. Denn er hat schon vor Zeppelin öffentlich für das Luftschiff, ich hatte Ihnen ja am Anfang erzählt, dass er auch das Luftschiff erfunden haben will. Und um das zu beweisen, wurde eine Liste aller seiner Vorträge in diesem Rundschreiben abgedruckt. Und sie beginnt mit dem 7. Oktober 1883 im Reichskanzleramt und geht dann weiter. Man erkennt sofort, es gab keinen Vortrag 1881. Dieses Datum ist definitiv falsch. Ich will Ihnen jetzt die ganze Liste nicht bringen, aber es gibt dann einen längeren Passus, der nennt sich Vortragsreisen, beginnend 1891 und endet mit dem Vortrag in der Berliner Philharmonie am 27. Mai 1893. Also wenn man auf Ganswind direkt zurückgeht, findet man nur diese Daten, nicht aber die anderen genannten Daten, die sich aus der Sekundärliteratur ergeben. Sind Ganswind-Ideen realisierbar? Damit meine ich jetzt nicht unsere heutige Sicht auf dieses Thema, sondern die Frage, wie haben es die Zeitgenossen aufgenommen? Die Zeitgenossen haben es natürlich zumeist ignoriert oder verlacht, aber es gab einen Ingenieur aus Lemberg, heute Lviv in der Ukraine, ein Eisenbahningenieur, dem fiel dieses Buch im Jahre 1900 in die Hände und war eigentlich ganz angetan und hat dann aber einen Artikel dazu veröffentlicht, eine Besprechung in der Wiener Zeitschrift Die Zeit, Mitte 1900. Und hat unter anderem die Frage aufgeworfen, da ist jetzt hier etwas in der Darstellung aufgeworfen, Moment. Ist denn überhaupt, sind die expandierende Gase überhaupt in der Lage, sich selbst und eine Gondel mit zwei Menschen in den Weltraum zu transportieren? Ist also Dynamit überhaupt in der Lage, das zu schaffen? Machen wir mal einen kleinen Moment
Pause. Und die Antwort war nach einer Überschlagsrechnung, selbst der stärkste Sprengstoff ist zu schwach, um der gestellten Aufgabe gerecht zu werden. Raumfahrt ist so nicht möglich, war die Antwort von Gostkowski. Ganswind hatte davon Kenntnis bekommen und hielt die Rechnungen im Prinzip für richtig, die Gostkowski angestellt hat, und kam zu einer Schlussfolgerung, nämlich, dass der Aktionsradius eines solchen Fahrzeuges nicht von der Erde bis zu dem Planeten reichen könne. Gibt es einen Ausweg, hat Gostkowski gefragt, und diesen Ausweg hat Ganswind formuliert später. Er hat ein neues Konzept entwickelt, das ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Und zwar im Jahre 1920 hat er das niedergelegt in ein vierseitiges maschinengeschriebenes Manuskript, was sich heute im Deutschen Museum befindet, mit dem Titel Prioritätsbescheinigung und was von vier seiner Freunde unterschrieben worden ist. Auch hier sehen Sie noch einmal, es begann Ende 1891 und mit dem Vortrag am 27. Mai 1893. Das sind längere Ausführungen, ich fasse die jetzt mal kurz zusammen und vergleiche sie mit seinem ursprünglichen Konzept. Das ursprüngliche Konzept ging davon aus, der Start geschieht durch Explosionen von Dynamitpatronen. Das neue Konzept lautet, es wird von Flugzeugen bis an die Grenze der Atmosphäre geschleppt und dann geht es erst weiter mit Explosionen. Er hat dann eine Venus-Expedition beschrieben, nicht eine Mars-Expedition, sondern eine Venus-Expedition. Die Mars-Expedition, das hatte ich Ihnen ja erläutert, Beschleunigung mit 2G, Hälfte des Weges, Bremsung, 2G, die andere Hälfte. Das neue Konzept sagt, wir fliegen zunächst zu einer Raststätte in der Erdumlaufbahn. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, was er jetzt darstellen will, habe ich hier eine Schemaskizze gemacht. Hier sehen Sie unten die Erde, dort den Erdorbit mit der Raststätte und den Flug dorthin. Wie gesagt, am Anfang mit Flugzeugen, dann mit Dynamitpatronen. Dann kommt es zu weiteren Flügen zu dieser Raststätte und von dort aus, wenn genügend Material angesammelt wurde, fliegt man zu einer zweiten Raststätte, die etwas weiter entfernt ist, obwohl die Schwerkraft schon etwas schwächer ist. Und dieses Spiel wiederholt sich mit einer dritten Raststätte und ich habe jetzt durch diese Pfeile versucht deutlich zu machen, dass hier ein logistisches Konzept entwickelt wird, dass also sehr viele Flüge zur ersten Raststätte, dann ein paar Flüge zur zweiten Raststätte, schließlich zu einer dritten Raststätte notwendig sind. Auf irgendeiner Raststätte, wir wissen nicht welche, Ganswind hat das nicht angegeben, die so weit entfernt ist von der Erdoberfläche, dass nur ein geringer Impuls nötig ist, um das Schwerkraftfeld der Erde zu verlassen, wird dann schließlich eine Bahn eingeschlagen, eine parabolische Bahn, wie er schreibt, zum Planeten Venus und fliegt dort also ohne Explosion wie ein Komet in Richtung Venus. Dort angekommen wird dann das Weltenfahrzeug umgelenkt in eine kreisförmige Bahn und dann die Landung erfolgt dann auch nicht durch Explosionen von Dynamitpatronen, sondern durch Gleitflug. Und aus diesem Grunde sollten dann kleine Flügel an das Weltenfahrzeug angebracht werden.
Es gibt allerdings keine Zeichnung, wie an diesem seltsamen, unförmigen Ding Flügel angebracht sein könnten. Die zugrunde liegenden Konzepte sind vielleicht beim ersten Konzept die Ersparnis von Flugzeiten in einem Tag zum Mars. Das zweite Konzept beruht darauf, Ersparnis von Betriebsmaterial. So hat er das formuliert. Das Interessante ist nun, dass hier ganz intuitiv eine Diskussion vorwegnimmt, die in den 20er Jahren geführt worden ist von den Pionieren Obert und Guido von Briquet und anderen, und auch dort als kosmonautisches Paradoxon genannt wurde, nämlich, dass der Flug zum Mond und zu den Planeten über eine Raumstation günstiger zu erreichen ist als auf direktem Wege. Und tatsächlich auch das Apollo-Programm in den 60er Jahren hatte diesen Gang der Diskussion genommen. Zuerst wurde nämlich in Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, als die NASA Flüge zum Mond untersuchte, ein Direktflug anvisiert. Man hat dann aber auf die Raumstation verzichtet und stattdessen das Rendezvous im Mondorbit gewählt als Zwischenlösung, um diese Möglichkeit der Landung auf dem Mond zu erreichen. Also Ganswind hat mit seinem Konzept intuitiv diese ganzen Diskussionen vorweggenommen. Wie ich schon sagte, Ganswind wurde verlacht, ignoriert und auch vergessen. Seine Ideen hatten weiter keinen Einfluss auf den Gang der Dinge. Aber in den 20er Jahren, als die Diskussion erneut hochkam durch die Werke von Obert und anderen, wurde auch Ganswind aus der Vergessenheit wieder hervorgeholt und als einer der ersten, die sich mit diesem Thema befasst haben, bekannt. Und Obert schrieb im Nachruf dann, die Nachwelt wird erkennen, was wir an ihm verloren haben. Ganswind selbst hatte ein tragisches Schicksal. Er musste irgendwann den Offenbarungseid mit seinem Unternehmen erklären und starb in völliger Armut, kämpfte in den letzten Jahren, Jahrzehnten um die Rehabilitierung, um Wiedergutmachung, auch vom Staat, aber vergeblich. Warum bringen wir uns diesen Herrn heute nochmal wieder in Erinnerung? Er war der Erste, der die Frage der Raumfahrt als wissenschaftliche Frage aufgeworfen hat. Ist es möglich, die nächsten Planeten Venus und Mars zu besuchen? Und seine Antwort lautete, ja, es ist möglich und wir müssen die physikalischen Gesetze von Newton zugrunde legen. Und das war auch der Grund, warum die Internationale Astronomische Union einen Krater auf der Rückseite des Mondes nach Ganswind benannt hat. Es gibt also einen Ganswind-Krater. Das ist insofern eine gewisse Ironie, weil seinem Vortrag von 1899, von seinem Buch 1899, ein Gedicht vorangesetzt war mit dem Tenor das verkannte Genie und das mit der Zeile endet: Sein Lohn wird ihm in fernen Himmelshöhen. Und so ist es also mit Ganswind tatsächlich gegangen. Auf Erden hatte er keinen Lohn und keine Anerkennung gefunden, aber in fernen Himmelshöhen auf dem Mond. Vielen Dank. Recht schönen Dank für diesen hochinteressanten Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Ein, zwei könnten wir auf jeden Fall vertragen. Hier bitte. Die Prioritätsfrage im Vergleich zu Tsiolkovsky. Wahrscheinlich geht es jetzt um Jahre. Wer zuerst das Rückstoßprinzip und das Raketenprinzip erfunden hat. Und Zusatzfrage, wussten die voneinander irgendwie? Also die zweite Frage kann ich schon mal klar beantworten. Sie wussten nichts voneinander, weder aus der einen Richtung noch in die andere Richtung. Vielleicht hat Ganswind in den 20er Jahren vielleicht etwas über Tsiolkovsky gehört, das weiß ich nicht. Zur ersten Frage Priorität, wenn man die reinen Jahreszahlen nimmt, dann war Ganswind zuerst, nämlich 1893, sogar nach einem vielleicht ein Jahr vorher, indem er öffentlich also diese Thesen verbreitet hat, während der erste Veröffentlichung von Tsiolkovsky aus dem Jahr 1903 stammt.
Obert hat einige Fragen an Ganswind geschrieben, weil er gerne wollte, dass Ganswind die Priorität zuerkannt bekommt. Hatte ihm gefragt, ja, wie sehen Sie denn die Startmasse und die Endmasse? Welche Materialien haben Sie noch in Erwägung gezogen? Haben Sie Experimente gemacht? Und daraufhin hat Ganswind nicht geantwortet. Er konnte diese Fragen nicht beantworten. Und daraufhin hat Obert letztlich in einem bekannten Brief an Tsiolkovsky die Priorität zuerkannt, weil Ganswind Ideen für Obert zu vage waren. Ich glaube, das können Sie auch nachvollziehen. Das, was ich Ihnen vorgetragen habe, sind sehr vage Konzepte gewesen. Im Grunde nur die Grundgesetze ohne Durchrechnungen von irgendwelchen Einzelheiten. Das war bei Tsiolkovsky anders. Der hat also richtige mathematische Formeln abgeleitet, das berühmte Tsiolkovsky-Gleichung schon im Jahr 1903. So etwas konnte Ganswind nicht bieten. Noch eine weitere Frage? Danke, Herr Reiche. Ich habe noch eine Frage dazu, zu seiner Motivation. Weshalb glaubte er, dass das Militär daran interessiert sein könnte, sein Weltenfeind zu realisieren? Also Ganswind war immer auf der Suche nach Geldquellen und hat sowohl sein lenkbares Luftschiff als auch seinen Flugapparat versucht, an die Militärs zu verkaufen. Ich habe jetzt hier diese Episode ausgeblendet, weil ich jetzt hier nicht so viel Zeit zur Verfügung bekommen habe. Also Ganswind hat versucht, seinen lenkbaren Flugapparat für 20 Millionen Reichsmark an das Militär zu verkaufen im Jahre 1901. Und das wurde also vom Kriegsministerium ab und hat dazu geschrieben, ich brauche diese 20 Millionen, 10 Millionen, um meine Teilhaber zu entschädigen und 10 Millionen unter anderem, um das Weltenfahrzeug zu realisieren. Und daraufhin hat das Kriegsministerium zurückgeschrieben, wir können unmöglich das als ernste Idee anerkennen, dass man in einem Tag oder in zwei Tagen zum Mars und zurückfliegen kann. Und bitte unterlassen Sie in Zukunft weitere Eingaben dieser Art. Das ist die erste amtliche Stellungnahme zur Raumfahrt im Übrigen. Gut. Recht vielen Dank. Wollen wir vielleicht unser obligatorisches kleines Geschenk noch überreichen? Danke sehr. Vielen Dank. Gut, dann kommen wir in wenigen Minuten zum zweiten Vortrag. Professor Schimming, den Sie von vorgestern schon kennen und auch von früheren Vorträgen. Wir brauchen bloß noch eine kurze Zeit, um den Vortrag draufzuladen und dann geht's los mit dem Thema, werden Maschinen den Menschen ablösen? Eine Minute. Ja, unter dem Stichwort. Na prima. Und vorwärts ist hier. Können Sie am besten Sie können auch mit dem Laserpointer hier. Ja. Sie können machen, wie Sie wollen. Also runterdrücken ist weiter, das andere ist zurück und in der Mitte ist der. Gut, aber hiermit geht's auch. Hiermit geht's auch. Soll ich den hier lassen? Brauchen Sie das oder kann ich den wieder rüberstellen? Können Sie an sich nehmen, das. Achso, nee, ich meine jetzt den Laptop. Oder den also wollen Sie ja, zum Weiterschalten. Zum Weiterschalten. Okay, dann Feuer frei für den Vortrag. Meine Damen und Herren, das Thema heißt ausführlich von Robotern zur technologischen Singularität. Da gehört eigentlich noch ein Fragezeichen hin, also das kommt hier. Werden Maschinen den Menschen ablösen? Das Thema geht ja zurzeit durch alle Zeitungen, wobei dann aber in der Presse die Schwerpunkte anders gesetzt werden. Dann kommt nämlich sofort die Frage, was wird mit unseren Arbeitsplätzen? Das ist die allergrößte Sorge.
Wir wollen das Thema etwas weiterfassen, sozusagen philosophisch, Philosophie der Technik. Einleitend bemerke ich, seit jeher differieren die Ansichten über Technik und vor allen Dingen über den Wandel von Technik. Wo die einen Fortschritt sehen, beklagen die anderen kulturelle Verluste. Es fällt einem dann das Zitat von Rilke ein, alles Erworbene bedroht die Maschine. Die Bedenken gegenüber Technik sind so alt wie die Technik selbst, kann man sagen. Die Bedenken kulminieren in der Furcht vor einem Aufstand der Maschinen. Diese Idee ist erstaunlich alt. Es gibt eine Art Science Fiction von 1872, Erewhon von Samuel Butler. Der Titel heißt, das ist das Wort Nowhere, verkehrt rum gelesen, dort wird also die Angst vor der Technik in eine Romanhandlung umgesetzt. Neuerdings kursieren zwei Denkfiguren. Technik könnte sich verselbstständigen und eigene Wege gehen. Oder aber sie könnte mit dem Menschen fusionieren und eine neue Gesellschaft hervorbringen. Der Vortrag hinterfragt die Hypothesen einer sogenannten technologischen Singularität. Das wäre der Punkt, wo die erste Möglichkeit eintritt, und beziehungsweise eines Transhumanismus. Das wäre die zweite Möglichkeit. Und der Vortrag enthält auch eine These, nämlich dass unerwartete Entwicklungen sich ergeben können, wenn die Technik zu den Prinzipien der natürlichen Evolution übergehen sollte, wofür es auch schon Ansatzpunkte gibt. Hier eine ganz kurze Geschichte der Technik, nämlich auf einer einzigen Folie. Wichtige Erfindungen seit 1800, davor gesetzt noch die Erfindung des Buchdruckes durch Gutenberg 1450, die manche Autoren als den Beginn der Neuzeit, das Ende des Mittelalters und den Beginn der Neuzeit datieren mit dem Buchdruck. Andere datieren das mit der Entdeckung Amerikas, aber der Buchdruck ist ein markantes Beispiel. An dieser Liste von Erfindungen fällt auf, dass das ungefähr ein Abstand von 50 Jahren zwischen umwälzenden Erfindungen vorliegt. Auch das wurde schon mal reflektiert. Und wir können zu dieser Liste dazu schreiben, welche Rolle bzw. wechselnde Rollen die Maschinen im Verhältnis zum Menschen übernehmen. Maschinen übernehmen zuerst die physische Arbeit, die körperliche Arbeit. Das ist die industrielle Revolution, ein relativ schneller Übergang, dass in großem Maße physische Arbeit den Menschen von den Maschinen abgenommen wird. Wir haben miterlebt, die nächste Revolution, dass Maschinen nicht nur physische Arbeit, sondern auch sozusagen geistige Arbeit, Informationsverarbeitung übernehmen. Das kann man digitale Revolution nennen. Und in der Zukunft könnte eine weitere Revolution eintreten, indem Maschinen auch die Kontrolle übernehmen über sich selbst, über andere Maschinen und vielleicht sogar über die Gesellschaft. Da müssen wir aber ein großes Fragezeichen heransetzen. Dieses Gerede über Industrie 4.0 halte ich zum Teil für Geschwätz. Es hat in der Entwicklung der Produktivkräfte zwei große Revolutionen gegeben, die agrarische Revolution und die industrielle Revolution, und alles Weitere sind Etappen der industriellen Revolution.
Wir verständigen uns über Grundbegriffe. Technik ist alles vom Menschen für einen Zweck hergestellt. Eine Maschine ist Technik, die Arbeit für den Menschen leistet. Ein Computer ist eine Maschine, welche Informationen verarbeitet. Ein Roboter kombiniert das beides, die physische Arbeit und die Informationsverarbeitung. Wir kennen alle schöne Bilder von Robotern. Links oben Industrieroboter, rechts ein Roboter, der den Mars erkundet. Links unten Einsatz von Robotern in gefährlichen Situationen, gefährlichem Gelände. Rechts unten eine Kuriosität, ein tierähnlich gestalteter Roboter. An dieser Stelle müssen wir erwähnen, fortgeschrittene Anpassungen von Technik an den Menschen. Ich beginne mit der Imitation. Ein menschenähnlicher Roboter heißt Human Robot oder Hubot, abgekürzt Hubot, oder auch Android. Hier geht es darum, dass er irgendwie einem Menschen ähnlich ist. Man ist aber auch schon dabei, konkrete Menschen zu kopieren, nachzuahmen. Ein Roboter-Stellvertreter einer bestimmten Person heißt Robokopie oder Avatar. Diese Begriffe sind aus der Science Fiction natürlich auch bekannt. Symbiose von Technik und Mensch haben wir schon lange. Jedes Fahrzeug ist eine solche Symbiose. Charakteristisch für eine Symbiose ist, dass der eine Teil nicht ohne den anderen kann. Das Fahrzeug ist nichts ohne den Fahrer, den Piloten. Und der Pilot ist nichts ohne das Fahrzeug, die Technik, in die er sich da reinsetzt. Es gibt weitere Formen der Symbiose. Exoskelett zum Beispiel ist auch schon Realität geworden. Die Prothetik ist sehr alt. Gab es schon in der Steinzeit, aber sie entwickelt sich immer weiter in einem ungeahnten Fortschritt. Prothese, Implantat, künstliches Organ. Denkbar ist auch eine Fusion von Mensch und Technik, vermöge enger Symbiose bzw. Prothetik. Ein so entstandenes humanoides Wesen heißt Cyborg. Hier noch zur Untermalung zwei Bilder von Robotern. Der linke Roboter ist dafür programmiert, hervorragend Trompete spielen zu können. Die rechte Roboterin wird wahrscheinlich als Hostess eingesetzt. Der Begriff humanoide Wesen ist hier gefallen. Humanoid heißt menschenähnlich. Solche hat es schon immer gegeben, in Märchen, Sagen und so weiter, mythisch oder magisch. Magisch heißt durch Beschwörungen hervorgerufen, durch Machinationen. Und uns interessieren reale humanoide Wesen. Die sind entweder natürlich oder künstlich oder auch gemischt, also hybrid. Natürliche Humanoiden sind Primaten, also Affen. Oder Vormenschen, Urmenschen und auch Aliens. Hier besteht eine Verbindung zu der Satellitentagung am Freitag. Uns interessieren jetzt die künstlichen humanoiden Wesen. Sie können biomorph sein oder technomorph, gemeint ist maschinenähnlich oder auch digital. Und technomorph können sie auf verschiedenen Stufen sein. Schon im Barock waren sogenannte Kunstmenschen, die auf mechanischen Prinzipien beruhten, sehr populär. Als man die Elektrik erfunden hat,
gab es elektromechanische Kunstmenschen und mit der Elektronik würde ich das als mechatronisch bezeichnen. Die Fantasie hat alles schon vorausgedacht. Gedachte humanoide Wesen sind feste Bestandteile der Kultur, insbesondere der Populärkultur. Darüber könnte man noch lange sich unterhalten, was früher Engel und Teufel und Riesen und so weiter waren, wird heute zum Teil von künstlichen humanoiden Wesen übernommen. Utopie, Science Fiction und so weiter haben diverse Konstellationen mit humanoiden Wesen vorausgedacht und durchgespielt. Man kann also Utopie, Science Fiction nicht als Spinnerei, sollte man nicht als Spinnerei abtun. Schon von der Terminologie her stammen hier wichtige Begriffe, die wir hier nennen, aus der Science Fiction. Zum Beispiel der Begriff Roboter. Er stammt aus einem Theaterstück von Karel Čapek, R.U.R. und andere Begriffe, Android, Avatar und so weiter. Hier habe ich Beispiele künstlicher humanoider Wesen aufgeführt für ein biomorphes Wesen steht der Begriff Frankenstein in dem Roman von Mary Shelley. Mechanisch erwähnte ich schon, Kunstmenschen früher Jahrhunderte. Elektromechanisch fällt mir noch ein, der Film Metropolis von Fritz Lang, 1927. Digital, nur ein Stichwort, die Matrix. Das ist ja eine Trilogie von Filmen ab 1999. Jugendliche wissen immer sofort, was damit gemeint ist, mit der Matrix. Und die bekanntesten Beispiele sind Filme und Filmserien, Star Trek, Terminator und so weiter. Hier aus einer schwedischen Fernsehserie, Ekta Manniskor, das heißt auf Deutsch, auf Englisch Real Humans, logische Menschen. Daraus wurde jetzt eine amerikanische Serie gemacht, aus der Vorlage, wo der erste Teil schon mal gesendet wurde. Dort werden vor allen Dingen die verschiedenartigen ethischen Probleme verarbeitet in dieser Serie. Warum gestaltet man Roboter menschenähnlich? Ihre Funktion könnten sie auch so erfüllen. Weil einem humanoiden Wesen anders als einer rein funktionalen Maschine begegnet wird, nämlich mehr oder weniger menschlich. Gefühle des Menschen lassen sich nicht ausschalten, werden bei Menschenähnlichkeit in Gang gesetzt. Wenn wir jetzt die Entwicklung extrapolieren, wissen wir, dass sich zu den Menschen eines Tages Androiden, Cyborgs gesellen werden. Dass sich sozusagen neue Species herausbilden und die dann vielleicht eine gemischte Gesellschaft bilden werden. Diese bedarf neuer ethischer, juristischer und ästhetischer und so weiter Regeln. Der Anfang mit ethischen beziehungsweise juristischen Regeln ist mit den Robotergesetzen von Isaac Asimov gemacht, die wahrscheinlich jedem hier bekannt sind. Hier noch ein paar Bilder. Ein Service-Roboter, zwei Service-Roboter. Hier links unten, was ich jetzt nicht weiter vertieft habe, nicht menschenähnlich, sondern tierähnlich und Gefühle bedienend. Die Roboter-Robbe. Und rechts ein Roboter mit einem Kind. Psychologen haben festgestellt, dass Kinder viel unbefangener sind, aber vielleicht auch argloser im Umgang mit menschenähnlichen Robotern.
wie ein Pflegeroboter. Wie weit ist man bereit zu gehen, würde man sein Baby einem Androiden, einem weiblichen Androiden anvertrauen, der das Baby dann auch stillt, wie man sieht. Bange Frage, wird der Homo sapiens durch den Robot sapiens abgelöst? Technik wird herkömmlich von Menschen hergestellt, kontrolliert, instand gehalten und anders funktioniert sie nicht. Sobald der Mensch seine Aufmerksamkeit abwendet von der Technik, wird sie verschlissen, geht kaputt, funktioniert nicht mehr. Das könnte anders werden. Technik könnte sich vielleicht zukünftig verselbstständigen. Dieses könnte möglicherweise sogar auf eine technologische Singularität zulaufen, der Punkt, wo die Technik Selbstständigkeit erlangt. Das heißt, Maschinen werden die Intelligenz des Menschen erreichen oder übertreffen, Eigeninitiative, vielleicht sogar Selbstbewusstsein entwickeln, die Kontrolle über das System der Technik bzw. die Gesellschaft übernehmen. Die Fußnoten gingen hier nicht mehr rauf, die kommen jetzt. Der Begriff technologische Singularität wurde 1993 von Werner Winch eingeführt, ein Science-Fiction-Autor und Technikphilosoph. Der Name Der Name ist ein Pseudonym. Wenn man Aufmerksamkeit von der Technik abwendet, funktioniert, fängt sie an, nicht zu funktionieren. So, da sind wir wieder. Man kann diesen Begriff wertungsfrei erstmal einführen. Er kann als Utopie aufgefasst werden oder Dystopie. Utopie wird in der Regel als positives Gesellschaftsmodell angesehen und die Dystopie als negative. Utopie als Warnung. Der Begriff Singularität, die Idee einer Singularität im Verlauf der menschlichen Geschichte ist schon älter. Aus diesen oder Gründen waren manche Denker der Meinung, dass die menschliche Geschichte auf irgendeinen besonderen Umschlagspunkt zuläuft. Intelligenz. In der Informatik verwendet man einen relativ schwachen Begriff von Intelligenz, sodass man ohne weiteres auch Programm- oder Maschinenintelligenz zuschreiben kann. Nämlich, danach ist Intelligenz die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu lösen. Wann erreicht Maschinenintelligenz das Niveau der menschlichen Intelligenz in diesem eingeschränkten Sinne, nämlich die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu lösen? Nach Alan Turing in einem Aufsatz von 1950 ist das der Fall, wenn die Maschinen in einem anonymen Frage-Antwort-Spiel nicht von einem menschlichen Gesprächspartner zu unterscheiden sind. Voraussehen, dieser Turing-Test, kürzlich habe ich gelesen von den Trollen im Internet, welche die Meinungsbildung beeinflussen, die sich dort als Personen ausgeben, aber nur Algorithmen sind. Wir haben ein Fragezeichen daran gesetzt, an die technologische Singularität, wird sie eintreten? Ja oder nein, die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen, das ist unmöglich,
denn Intelligenz ist dem Menschen vorbehalten, hier jetzt Intelligenz in einem weiteren Sinne aufgefasst. Technik ist stets vom Menschen abhängig, bisher ist das so und manche meinen, das wird immer so bleiben. Und der Mensch wird gebraucht, um der allgemeinen Entwertung, welche unsere Welt regiert und auch die Technik unterworfen ist, indem sie nämlich kaputt geht, erneuert werden muss und so weiter. Und ganz naiv, der Stammtisch würde sagen, das kann nie eintreten, wenn ich Roboter oder Maschinen baue, da baue ich da hinten einen Knopf an, einen roten Knopf, und wenn ich auf den drücke, ist das abgeschaltet, da kann dann überhaupt nichts passieren. Ja. Andere sagen, eine technologische Singularität ist nicht auszuschließen. Wenn nämlich Technik Organismen imitiert, das heißt, sich wie diese selbst organisiert und sich analog zur natürlichen Evolution entwickelt. Die natürliche Evolution schwimmt nämlich gegen den Strom der Entropiezunahme und kann sich trotz des Gesetzes der allgemeinen Entwertung höher entwickeln. Es gibt bereits Anfänge selbstorganisierender Technik, neuronale Netze, genetische Algorithmen, John von Neumanns selbst reproduzierende Automaten. Es gibt noch ein Argument gegen die technologische Singularität. Das hängt mit dem Fermi-Paradoxon zusammen, was am Freitag von allen möglichen Seiten und sehr gründlich diskutiert wurde und das ich hier nur anreißen kann. Nämlich, sollte auf der Erde eine technologische Singularität eintreten, so ist ein solches Stadium auch für extraterrestrische Zivilisationen zu vermuten. Nach einem Wahrscheinlichkeitsargument würden Extraterrestrier meistens ein höheres technisches Niveau besitzen als die Menschen und müssten dann und wenn es Gesetze der Technikentwicklung gibt oder Tendenzen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten, dann sollten auch bei denen die technologische Singularität eintreten. Und wir sollten davon etwas bemerken. Entweder Spuren des Funkverkehrs oder Signale oder dergleichen. Das ist eine Ergänzung der Diskussion vom Freitag, dass wir bei Kommunikationsversuchen es vielleicht nicht nur mit Aliens es zu tun haben, also biologischen Wesen, sondern auch mit verselbstständigter Technik. Dafür gibt es allerdings bisher keine Anzeichen. Und die Einwände wurden auch am Freitag alle sehr ausführlich diskutiert. Das sogenannte große Schweigen könnte auch ganz andere Ursachen haben. Vielleicht können sich Aliens nicht zeigen oder sie wollen nicht oder es gibt sie gar nicht. Zu diesem Begriff die allgemeine Entwertung. In jedem abgeschlossenen, jetzt ist auf einer Folie sozusagen eine Folie exakte Wissenschaften hier. In jedem abgeschlossenen System verringert sich die Ordnung oder diese bleibt ausnahmsweise erhalten, wenn es nur reversible Prozesse dort vor sich gehen. Ordnung herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten erfordert Energie. Energie bleibt bekanntlich erhalten. Erster Hauptsatz der Thermodynamik in der Summe aller ihrer Formen. Wie schön, aber nicht so schön. Der Anteil, welcher Arbeit leisten kann, verbraucht sich dabei. In jedem abgeschlossenen System nimmt die Entropie ein quantitatives Maß für die Entwertung der Energie zu oder bleibt ausnahmsweise konstant. Allerdings nur dann, wenn so gut wie gar nichts passiert. Von den exakten Aussagen zum Dichter, Rilke meiner Meinung nach wiederum, jede Gestalt ist dem Gericht verfallen, poetisch ausgedrückt. Und noch ein bisschen weiter, aus den exakten Wissenschaften, Systemtheorie,
Ein Organismus, ebenso wie eine Maschine, ist ein offenes System, welche Agenzien verarbeitet. Darunter versteht man Stoffe, Energie und Informationen unter den Agenzien. Es gehen welche rein und es gehen welche raus. Und in dem System passiert etwas mit diesen Agenzien. Ein Organismus lebt in Anführungsstrichen auf Kosten seiner Umwelt. Er konsumiert hochwertige Energie und produziert geringwertige Energie. Abfall sozusagen. Dann gehört zu den Tricks der Evolution gegen die Allgemeinwertung gegenzuarbeiten, die Individualität und die Begrenztheit jedes Individuums in Raum und Zeit. Jedes Individuum altert und stirbt zugunsten des Gemeinwohls, das heißt der Population. Eine biologische Population kann sich vermöge der natürlichen Evolution der allgemeinen Entwertung entziehen. Warum erzähle ich das hier? Alles aus der Biologie, weil meine These hier in diesem Vortrag ist, dass vieles möglich sein wird und es unvorhersehbar sein wird, wenn Technik zu diesen Prinzipien einer natürlichen Evolution übergeht. Der Mensch gilt sogenannten Transhumanisten als eine aufgrund diverser Mängel nur befristete Stufe der allgemeinen Evolution. Es ist ja aus der philosophischen Anthropologie ein Schlagwort bekannt von Menschen als Mängelwesen. Dieses stammt von Scheler und ist dann von Gehlen später vertieft worden, hauptsächlich, natürlich noch von anderen Autoren. Das ist aber so gemeint, der Mensch als biologisches Wesen ist ein Mängelwesen und er macht aus diesem Nachteil einen Vorteil, indem er nämlich mit seinem Geist das ausgleicht. Und sein Geist führt dann zur Kultur, einschließlich der Technik. Das heißt, bei diesen philosophischen Anthropologen nimmt die These vom Mängelwesen eine positive Wendung, anders als bei den Transhumanisten. Die betrachten den Menschen als hoffnungsloses Auslaufmodell. In der Welt gibt es immer Fortschritt. Alles wird mal abgelöst, überwunden, so wäre es auch mit dem Menschen. Nur eine befristete Stufe der allgemeinen Evolution. Und das wäre dann auch gut so, dass er irgendwie abgelöst wird. Sie stellen sich vor, dass die Fusion von Mensch und Technik eine höhere und bessere Spezies hervorbringen wird oder mehrere solche. Hier ist Ray Kurzweil, einer dieser Propagandisten des Transhumanismus. Als ich das erste Mal hörte von diesen Transhumanisten, war mir zum Lachen zumute, es ist aber nicht zum Lachen. Die haben sich organisiert, Bücher, Zeitschrift, haben eine Gesellschaft gegründet und meinen das irgendwie ernst. Den Humanisten ist immer noch der Mensch das Maß aller Dinge. Das ist ein Ausdruck aus der Antike von Protagoras, 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Zeitgemäße Humanisten stellen sich den Zumutungen des Transhumanismus und verteidigen die Menschenwürde. Und auch die Humanisten haben sich inzwischen gegenorganisiert, gegen solche, wie sie sich nennen, transhumanistische Tendenzen oder antihumanistische Tendenzen. Das war mein letztes Bild. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Recht herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Ja, ich sehe schon die erste. Anfang des Jahres hat Stephen Hawking davor gewarnt, dass künstliche Intelligenz die Menschheit eines Tages ersetzen könnte. Und er setzt noch einen drauf in einem Vortrag Anfang dieser Woche in Oxford, sagt er, dass die Menschheit auf der Erde wahrscheinlich keine 1000 Jahre mehr überleben werde, es sei denn,
es gelingt uns, einen anderen Planeten zu besiedeln. Das hängt ja nun sowohl mit dem zusammen, was wir heute hier besprochen haben, als auch mit dem, was wir gestern gehört haben über den Mars und einigen anderen Sachen. Wie ernst können wir Stephen Hawking an dieser Stelle nehmen, den ich ansonsten als großen Physiker sehr, sehr achte? Ja, danke für diese Ergänzung. Ich hatte überlegt, ob ich einige Namen von modernen Humanisten hier aufnehme, und da hätte ich dann als Stephen Hawking an erster Stelle gesetzt, also der dagegen auftritt, allerdings der das mit einem gewissen Skeptizismus auch paart, dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass sich die Technik verselbstständigt und dass er davor warnt. Er hat noch eine andere Zukunftsvision verkündet, nämlich, was jetzt auch zu dieser Konferenz hier gut passt, nämlich, dass man keine riesigen Raumschiffe zu anderen Sternen schickt, sondern kleine Roboter. Das wäre machbar. Natürlich entstehen da wieder andere Fragen. Wann hören wir mal wieder was von denen oder so? Es handelt sich hier immer um ein Feld von Meinungen. Also irgendwann gehen die rein wissenschaftlichen Argumente aus und man hat eine Meinung dazu, so oder so. Eine technologische Singularität wird kommen oder wird nicht kommen. Und der da fest überzeugt ist von dem einen oder dem anderen, ist dann wahrscheinlich schwer zu bekehren, wie das mit anderen, vielen anderen Dingen auch ist. Ja. Danke für die Ergänzung. Ja, also dem Stephen Hawking würde ich mich natürlich auch anschließen, dass Roboter aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen die geeigneteren, Explorer oder Forscher werden. Da sind wir aber dann gleich wieder beim Wort Wirtschaft. Und wenn Fachleute über ein Thema diskutieren, von dem sie nicht vom Fach sind, dann kann man viel überlegen, und bei der Übernahme der menschlichen Tätigkeiten durch Roboter ist man in der Wirtschaft. Und in der Wirtschaft gab es noch immer die Leute, welche die Macht hatten, vor allem die finanzielle Macht, und ich glaube, die werden es am Schluss entscheiden, und da müssen wir uns vorsehen. Sind Sie auch dieser Meinung? Ja, die Wirtschaft ist ein anderes Wertesystem. Wir gehen aus, also intuitiv geht man meistens erstmal aus von einem moralischen Wertesystem, aber eine formale Übertragung führt zu Irrtümern und Fehlentwicklungen des Moralischen. Und man muss berücksichtigen, dass die Wirtschaft ein anderes Wertesystem hat, Rentabilität, Profit und so weiter, und dass das auch selbstzerstörerisch werden kann. Die ganze Umweltproblematik ist ja ein Beispiel, was wir immer vor Augen haben, dass aus diesen wirtschaftlichen Interessen heraus etwas Schlechtes entsteht. Dieser Einwand ist durchaus berechtigt. Politik ist wieder ein anderes Wertesystem, ist weder ethisch noch wirtschaftlich. Na, ich meine das in einem philosophischen Sinne, dass es verschiedene Wertesysteme gibt. Und das muss man erstmal anerkennen, ja. Ich möchte einen kurzen Kommentar abgeben dazu, das Argument der Besiedlung fremder Welten. Was mich daran stört, ist, dass irgendwie eine Denkweise dahinter steht, wir schaffen es nicht, uns auf der Erde selber so einzurichten, dass wir vernünftig leben und überleben können. Und jetzt gehen wir auf den nächsten Planeten und machen den auch fertig. Also ich bin selber in der Raumfahrt, in der Mars Society, ich kenne die Ziele, aber ich habe da ein Problem mit dem ethischen Grundgedanken dabei. Ja, ich hatte auch Diskussionen nach dem Vorträgen gestern über die Mars-Mission, hatte ich auch Diskussionen mit Teilnehmern, und da kam dann das Argument, muss das sein?
Muss man den Menschen diesen Gefahren aussetzen? Objektiv gesehen, könnten das alles, da kommen wir jetzt wieder zum Thema dieses Vortrags, könnten das Roboter erledigen und vielleicht sogar besser erledigen. Es sind offenbar noch andere, wie gesagt, andere Werte dahinter, nicht bloß die Zweckmäßigkeit und die Rationalität, warum man Menschen zum Mars schicken will und schon gar nicht, also noch weiter weg. Noch eine letzte Frage. Ja, Sie hatten ja erwähnt, dass man eine Maschine abschalten kann. Das stimmt zwar vielleicht. Stammtisch, ja. Stimmt vielleicht, aber wir müssen ja heute sehen, dass die Maschinen als solche in einem Verbund sind und tief verankert sind in der Produktion, die nicht nur Informationen verarbeiten, sondern auch Entscheidungen erarbeiten, treffen und auch umsetzen. Insofern ist eigentlich im Grunde eine Abschaltung dieses Systems, wie wir es jetzt heute in der Wirtschaft haben, eigentlich nicht mehr möglich. Ist natürlich richtig. Wir sind schon auf dem Wege der Selbstständigkeit von Maschinen, dass sie schon selbstständig Entscheidungen treffen. Als spontanes Beispiel der Hochfrequenzhandel an der Börse. Auch da habe ich jetzt auch gelesen, auch das könnte also im negativen Sinne emergent werden, zum Systemzusammenbruch eines Tages führen. Aber gut, das nebenbei, ja. Gut, recht schönen Dank. Wir machen jetzt eine Pause, in Abweichung von der Planung 5 Minuten länger bis 10.35 Uhr. Dann geht es mit Marius Wirz weiter mit einem Hardcore-Raumfahrtthema zum Europa Explorer. Wir haben jetzt hier Herrn Marius Wirz. Er wird uns über die Erforschung des Jupitermondes Europa einige interessante Dinge erzählen über die Möglichkeiten, die es gibt. Bei Europa wird ja angenommen, dass es einen untermondischen Ozean gibt, einen Salzwasserozean, und die Raumfahrtgemeinde denkt seit vielen Jahren darüber nach, wie die am besten zu erforschen ist. Und ich denke, wir erfahren hier einiges Neues. Ja, vielen Dank, und ich freue mich, heute hier zu sein und möchte mich für die Möglichkeit bedanken, hier unser Projekt vorzustellen. Dank gilt da Herrn Schmaling und Herrn Reichel. Und vielleicht auch noch eine ganz klitzekleine Anekdote an der Stelle. Also ich habe als Student selber immer oft in der Bibliothek in die Raumfahrt konkret reingeschaut. Und von daher ist es, muss ich sagen, es ist eine tolle Sache, dass halt, das ist auch verbunden mit viel Ehrenamt etc., dass halt die Organisatoren sich kümmern und halt all diese Arbeit leisten und wie gesagt halt auch zum größten Teil ehrenamtlich. Und es ist halt für junge Leute halt dann auch eine tolle Sache, quasi aus der Forschung halt Sachen zu erfahren. Genau. Ich möchte Ihnen heute etwas über unser Projekt Europa Explorer erzählen. Dabei geht es um die Erforschung des Eismondes Europa, beziehungsweise des Ozeans, der dort vermutet wird. Und zunächst möchte ich Ihnen aber ganz kurz etwas über unser Institut erzählen. Ich selber komme vom DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das Institut existiert seit etwas mehr als 25 Jahren, ist damals in den 80er Jahren in der da gab es einen großen Run auf künstliche Intelligenz und viele Institute wurden halt gebildet, und man hat dann aber halt gemerkt, dass halt die Rechnerkapazität doch noch nicht hoch genug ist, um das halt wirklich umsetzen zu können, und zu guter Letzt ist dann quasi unser Institut mehr oder weniger übergeblieben. Es gibt halt mehrere Standorte über Deutschland verteilt, und ein Standort davon ist der Standort in Bremen, das Robotics Innovation Center, und halt dort arbeite ich ganz konkret. Und das Institut existiert seit circa 10 Jahren jetzt, und wir beschäftigen uns da halt immer ganz speziell mit Robotik. Und bei Robotikinstituten ist es dann oft so, dass manche Robotikinstitute kaufen dann Systeme und beschäftigen sich dann vorwiegend mit der künstlichen Intelligenz. Also halt, wie kann man halt die Systeme intelligenter machen, die Software, die Algorithmen.
Das Spezielle bei uns am Institut ist, dass wir halt auch die Robotersysteme selber bauen. Das heißt, wir bauen Robotersysteme ganz speziell auf einen Anwendungsfall zugeschnitten. Ich sagte, das Institut existiert seit ungefähr 10 Jahren jetzt, also halt der Standort in Bremen. Und der Professor hat damals mit circa 3 Leuten angefangen. Mittlerweile, also innerhalb von 10 Jahren, sind wir da ziemlich stark gewachsen. Wir haben 110 Mitarbeiter, 75 Studenten. Und man sieht hier auch die beiden Gebäude. Das ist halt, wie gesagt, nur der Standort in Bremen. Genau, dann noch kurz über die... Die Arbeit des, bei uns am Institut, da gibt es zum Beispiel den Bereich Space Robotics, also Weltraumroboter. Und hier habe ich mal einige unserer Systeme halt dargestellt. Also man hat hier zum einen Laufrobotersysteme und hier unten. Dabei geht es dann halt darum, da ist der Anwendungsfall, dass man halt in Krater rein krabbeln möchte. Was mit normalen Rovern so nicht möglich ist, weil die würden halt, also die Hänge dieser Krater sind halt sehr steil und mit einem Rover würde man halt quasi Gefahr laufen, halt dort zu überschlagen. Deswegen halt ist es halt schon eine lange Tradition bei uns halt, diese Robotersysteme zu entwickeln, angefangen mit der Doktorarbeit des Professors. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch Roversysteme und hybride Systeme. Hier dieser Rover zum Beispiel, der auch gleichzeitig mehr oder weniger vereinfacht laufen oder schreiten kann. Und dann Systeme, die schon in den humanoiden Bereich gehen. Darüber hinaus haben wir noch hier eine Anlage für On-Orbit-Servicing, um halt die Annäherung zweier Satelliten halt zu demonstrieren und gegebenenfalls dieses Docking halt zu simulieren und zu testen und daran zu forschen. Und darüber hinaus, das sieht man jetzt vielleicht nicht so groß, nicht so gut, haben wir quasi unser eigenes kleines Stück Shackleton Krater, eine Anlage, in dem wir halt unsere Robotersysteme dann auch testen können, also vorwiegend die Laufroboter, die dann halt in diese Krater reinlaufen sollen. Genau. Darüber hinaus, ein weiterer großer Anteil, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Unterwasserrobotik. Hier sieht man einige unserer Unterwassersysteme. Das sind AUVs, das heißt übersetzt Autonomous Underwater Vehicle, also autonome Unterwasserfahrzeuge. Das sind einige der Systeme, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, unter anderem auch mittlerweile Systeme, die halt als Forschungsobjekt für den oder im Auftrag der Industrie halt entstanden sind. Dann weiter hier vorne ist halt ein System, das einen taktilen Greifer darstellt für die Tiefsee, was bisher nicht vorhanden ist. Und bisher hat man quasi so zwei Klauen, die fahren zu und da wächst dann nichts mehr. Und es wäre halt schön, wenn man halt das Ganze etwas sanfter durchführen könnte. Und hier unten haben wir dann Rover-Systeme für Unterwasser. Vielleicht auch sieht man halt die Nähe zu den Space-Systemen, die dann aber jetzt hier für Unterwasser umgebaut und konzipiert sind. Und hier vorne sieht man nochmal mehr oder weniger unsere Anlage für den Unterwasserbereich. Wir haben 2013 ein neues Gebäude bezogen, wo wir unseren Unterwasserbereich halt deutlich vergrößert haben. Wir haben da jetzt einen sehr großen Swimmingpool, mehr oder weniger. Man muss sich das so vorstellen, man hat eine große Schulsporthalle, die man halt komplett geflutet hat. Das sind 19 mal 23 Meter in der Fläche und dann 8 Meter tief, genau. Also wie gesagt, eine große Sporthalle geflutet. Und das bietet uns die Möglichkeit, halt auch im Winter Experimente durchzuführen, also ganzjährig. Und wir müssen nicht unser ganzes Material zum nahegelegenen See schleppen. Dann wollte ich noch mal ganz kurz darstellen, dass wir Wissenschaftler auch ab und zu mal an die frische Luft dürfen. Da nur ganz kurz hingewiesen auf 2 aktuelle Projekte. Das eine ist das Projekt Moonwalk, was wir in Kooperation mit einigen anderen Partnern halt durchgeführt haben. Dabei haben wir hier diesen Unterwasser-Rover entwickelt und es gab auch eine Folgeversion, die dann auch
in der Erdumgebung halt getestet wurde. Und dabei, bei dem Projekt geht es halt um die Interaktion zwischen einem Roboter und dem Rover und wie man halt die Interaktion und die Steuerung halt am besten absolvieren kann, obwohl man halt quasi in diesem Astronautenanzug gefangen ist. Und da ging es dann halt um Gestensteuerung etc. Und ein weiteres Projekt, für was quasi Feldtests halt darstellt, sind die Field Trials in Utah. Die Kollegen sind gerade letzte Woche aus den USA zurückgekommen, haben dafür 4 Wochen in der Wüste quasi in einer marsähnlichen Umgebung unsere Rover getestet. Hier sieht man halt diesen hybriden Rover und da oben ist ein etwas kleinerer Rover, den sieht man auch hier unten. Und da wurden halt die Systeme in einer marsähnlichen Umgebung getestet. Und was noch ganz spannend ist, hier unten sieht man, das ist bei uns in Bremen, also da sind die Kollegen in den USA, hier unten sieht man einen Kollegen in Bremen in einer virtuellen Umgebung und er hat hier ein Exoskelett an und wir haben halt da getestet, dass man halt auch die Roboter fernsteuern kann von Deutschland in den USA fernsteuern kann und das ist ja natürlich auch ein ganz großes Thema in der Weltraumthematik. Genau. Ja, und jetzt kommen wir dann halt tatsächlich zu dem außer Unterwasserrobotik und Weltraumrobotik haben wir auch Bereiche wie zum Beispiel Search and Rescue, Medizintechnik und Elektromobilität und noch einige andere Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Aber die beiden großen Bereiche sind eigentlich Unterwasserrobotik und Weltraumrobotik. Und das Projekt Europa Explorer ist quasi eine ganz schöne Mischung dieser beiden Disziplinen und dahingehend ist das Projekt auch bei uns relativ gut aufgehoben. Und genau. Ja, und es geht hier um einen Eismond, um die Exploration eines Eismonds bzw. des Ozeans. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir das Wort Mond hören, dann stellen wir uns etwas in dieser Richtung vor, also eine etwas tristere Umgebung. Die Geologen mögen mir das verzeihen. Aber ich möchte an dieser Stelle ein bisschen eine Lanze brechen für die Monde, die immer etwas hinter den Planeten zurückstehen. Denn die Monde sind auch sehr spannend. Es gibt zum Beispiel Monde, der Mond Io, der die höchste oder größte vulkanische Aktivität in unserem Sonnensystem hat und die quasi die Vulkane in den Weltraum hinaus ihr Material sprühen, was auch problematisch ist, zum Beispiel für Satelliten etc. Dann gibt es Monde, die eigentlich schon viel zu erdähnlich sind, die ihre eigene Atmosphäre haben. Das ist jetzt in dem Fall eine Originalaufnahme von Cassini, der Sonde Cassini im Saturngebiet und zeigt halt die Atmosphäre des Titans. Und der Titan hat eine sehr dicke Atmosphäre und hat darüber hinaus Methanseen. Und das sind halt beides, sind beides Attribute, die man normalerweise bei einem Mond nicht so erwartet, genau. Und dann das dritte sind halt, was eigentlich am häufigsten vorkommt, neben vielleicht den Steinmonden, sind halt Eismonde und mit den Eismonden werden wir uns dann heute beschäftigen. Und hier sieht man mal einen kurzen Überblick über die wichtigsten Monde, skaliert zur Erde und hier oben unserem eigenen Mond, dem Erdmond. Und hier oben sieht man dann halt den Jupiter, hatte ich eben kurz von gesprochen. Das ist quasi ein mit viel vulkanischer Aktivität. Dann hier unten der Titan, da sieht man halt, ich weiß nicht, vom Weiten sieht man es vielleicht nicht so gut,
dass die Umrisse etwas unschärfer sind, eben aufgrund der Tatsache, dass der Mond eine Atmosphäre hat. Und last but not least ist halt hier unser Europa, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Genau. Und das Interessante oder eine sehr markante Sache des Monds Europa ist die quasi Oberflächenstruktur, die vom Weiten marmorähnlich aussieht und auch natürlich das Interesse der Wissenschaftler geweckt hat. Und man hat dann herausgefunden, diese Struktur, wenn man sich im Nahen anschaut, sind halt Zerklüftungen des äußeren Eismantels. Also es handelt sich hierbei um Wassereis. Und man hatte halt zerklüftete Bereiche, große Rillen, wie man sie normalerweise in der Arktis oder Antarktis halt anfinden würde. Und man hat dann natürlich überlegt, wie kann das halt zustande kommen, wie hat sich diese Oberfläche gebildet. Normalerweise ist das ja weniger strukturiert. Und man ist dann halt zu dem Schluss gekommen, dass es sich da, dass das halt nur zu erklären ist, indem halt ein Ozean unter dieser, also ein Wasserozean unter dieser Eisschicht sich befindet. Und dann hat man halt flüssiges Wasser relativ weit von der Sonne entfernt, was aber eigentlich so gar nicht erlaubt ist. Haben Sie vielleicht sicherlich von gehört, die Goldilocks Zone oder die habitale Zone, ein bestimmter Bereich in der in Abstand zu dem jeweiligen Stern oder der Sonne, in dem flüssiges Wasser halt existieren kann. Und wenn man halt weiter rausgeht, dann hat man nicht nur weniger Sonneneinstrahlung für die Solar Arrays, sondern man hat halt, es ist halt natürlich auch deutlich kälter und dann ist es halt schwierig, dass halt flüssiges Wasser überhaupt existieren darf. Und man hat aber diese Theorie und hat dann überlegt, okay, wie kann es denn zustande kommen, dass halt an dieser Stelle flüssiges Wasser existieren kann. Und die Theorien gehen halt davon aus, oder man ist sich da relativ sicher, dass der Jupitermond, ich habe jetzt hier keine Skalierung dazu, aber der Jupitermond ist ja ein sehr großer Planet und hat dementsprechend auch eine große Gravitation. Und durch die Gravitation wird quasi dieser Mond durchgeknetet. Und wenn man etwas durchknetet, natürlich wird es mit der Zeit warm, es entsteht Reibung. Und so erklärt man sich, dass an dieser Stelle flüssiges Wasser existieren kann. Nebenbei geht man außerdem noch von einem radioaktiven Zerfall eventuell aus, der noch aus der Entstehungszeit des Mondes halt herrührt. Genau, und bei näherer Betrachtung, man kann dann halt indirekte Messungen machen, geht man davon aus, dass die Eisschicht circa, das weiß man leider noch nicht ganz genau, wenige Kilometer bis hin zu mehreren 10 Kilometern dick sein kann. Da gibt es auch unterschiedliche Lager von den Wissenschaftlern, die sich da ein bisschen bekriegen. Und da gibt es dann die Leute, die sagen, es ist ganz dünn. Und es gibt ja die Leute, die sagen, es ist eine ganz dicke Eisschicht. Und wahrscheinlich liegt halt die Wahrheit ein bisschen dazwischen. Oder es ist halt auch unterschiedlich verteilt. Da brauchen wir dann halt die Sonden wie JUICE oder Europa Clipper, die uns darüber weitere Informationen geben. Und dann haben wir halt hier das zweite Bild, auf das ich mir hinweisen möchte, von der NASA bzw. dem Ozeanographischen Institut in Woods Hole. Und hier sieht man ganz schön nochmal dargestellt, warum so viele Wissenschaftler in dem Bereich halt quasi ein großes Interesse haben, diesen Mond zu explorieren. Man sieht hier zum einen die Erde und wie Sie sehen, da fehlt was. Es ist eigentlich ein blauer Planet und das gesamte flüssige Wasser der Ozeane auf der Erde ist halt zusammengefasst in einem Ball. Und genau das Gleiche hat man halt hier mit dem Europamond gemacht. Halt auch das gesamte flüssige Wasser zu einem Ball zusammengefügt und halt quasi in Skalierung halt dargestellt. Und angesichts der Annahmen, die man von der Größe des Ozeans hat, die natürlich noch variieren, geht man davon aus, dass das flüssige Wasser auf Europa, der in etwa so groß ist wie unser Mond, 2 bis 3 Mal der Menge entspricht, die wir hier als flüssiges Wasser in unseren Ozeanen auf der Erde haben. Und wo flüssiges Wasser ist, das kennen Sie,
da erhofft man sich natürlich auch immer Leben, und darum sind halt auch, streben viele Wissenschaftler oder hoffen, dass man halt diesen Ozean irgendwann in der Zukunft explorieren kann. Genau. Ja. Und dann kommen wir dann halt zu unserem Projekt, und da möchten wir, haben wir quasi ein Konzept entwickelt, wie man diesen Wissenschaftlern ermöglichen könnte, diesen Ozean zu explorieren. Wir beschäftigen uns damit mit dem ganzen Missionsszenario, angefangen von der Oberfläche. Wir sind natürlich keine Raketenbauer, wir beschäftigen uns nur mit Robotik. Also das heißt, wir fangen an der Oberfläche des Mondes halt an und wollen dann halt den gesamten Ozean halt explorieren, wie man das hier vereinfacht dargestellt sieht. Und genau, und für eine solche Mission brauchen Sie zwei Systeme im Wesentlichen. Zum einen ein Unterwasserroboter, der quasi die Forschung halt durchführt, die die Exobiologen zum Beispiel durchführen möchten. Und ein zweites System, was den Unterwasserroboter zu dem Ozean halt überführt und also quasi durch das Eis hindurch. Und genau. Darüber hinaus möchte ich noch sagen, zu dem Unterwasserroboter, der natürlich die Forschung halt hier durchführt, da sind wir der Meinung, dass es sich hierbei auch um ein autonomes Fahrzeug handeln muss. Bisher sind ja die Rover-Systeme immer noch quasi ferngesteuert oder dann halt teilautonom, aber in diesem Fall sind wir der Meinung, dass es autonom sein muss, denn wir gehen davon aus, wenn man halt den Aufwand betreibt, diesen Ozean zu explorieren zu wollen, das wird halt ein mehrere Milliarden oder mehrere 10 Milliarden Euro Projekt sein, wenn nicht sogar mehr. Und man betreibt halt einen großen Aufwand, und wir sind halt der Meinung, dass man halt dann nicht einmal ganz kurz den Zeh ins Wasser stecken möchte und dann wieder davon fliegt, sondern dass man halt einen größeren Bereich des Ozeans halt explorieren möchte oder sogar, was am interessantesten wäre, bis auf den Grund des Ozeans hinabzutauchen, die 100 Kilometer, wo man sich dann nochmal andere Effekte erhofft. Genau. Und wenn Sie ein autonomes System haben, dann müssen Sie sich auch viel mit Autonomie und Navigation beschäftigen. Gerade Navigation ist kompliziert im Medium Wasser. Und das ist, daher war dieser Bereich auch ein großer Teil unseres Projekts, halt die Autonomie und die Navigation. Das ganze Projekt ist aber nicht ein reiner Papiertiger oder Simulation im Computer oder so. Wir haben, das ist halt der letzte Teil quasi des Projekts, wir haben auch diese Systeme aufgebaut. Im allgemeinen Sprachgebrauch würde man halt, oder im Laiensprachgebrauch würde man halt Prototyp sagen. Das Wort ist bei uns verboten, weil es halt mehr darstellt, als es ist. Wir bauen halt Labormodelle, aber sie sind halt voll funktionsfähig, aber dann natürlich nur für den beschränkten Bereich des Labors zu verwenden und natürlich noch mit vielen, vielen Kinderkrankheiten und nicht keine Space Readiness etc. pp. Also es ist halt ein allererster Schritt in diese Richtung. Genau, und dann möchte ich halt ganz kurz ein bisschen zu der Historie der Technologien sprechen, die sich halt mit diesem Thema halt beschäftigt haben. Zum einen ist es halt hier der Cryobot, das ist eins der ersten Systeme, die halt speziell sich mit dem Thema der Eismonde oder der Erforschung der Eismonde halt beschäftigt haben und hier auch Hardware aufgebaut haben. Das Projekt reicht jetzt schon einige Jahre zurück, das war etwa um 2000, 2001, und hier hat man halt eine Schmelzsonde, also quasi einen Eisbohrer gebaut, und aus unterschiedlichen Gründen bohrt man nicht, sondern wie man sich das normalerweise vorstellt, sondern es handelt sich hierbei um Eis, und da schmelzt man sich dann halt mit diesem System halt durch das Eis hindurch. Das System ist noch relativ klein, und neben quasi einer heißen Nase ist das System auch noch in der Lage, vorne heißes Wasser rauszuspülen, um Partikel loszuwerden. Dann gibt es ein weiteres System. Das ist der Eismol, zum einen von der Fachhochschule Aachen anfänglich entwickelt
Und jetzt in weiteren Projekten, unter anderem der INEX-Initiative, das ist ein großes Verbundprojekt, in dem halt mehrere Institute beteiligt sind, unter anderem die Fachhochschule Aachen, die RWTH Aachen und noch einige andere Institute und Universitäten. Und hier hatte man sich auch mit einer Eisschmelzsonde halt beschäftigt und ganz speziell darauf fokussiert, dass man also quasi den Schmelzprozess beschäftigt. Man beschäftigt sich mit dem Schmelzprozess, dann mit der Navigation im Eis selber. Also es gibt halt die Möglichkeit, dass es halt Einschlüsse im Eis gibt, zum Beispiel Meteoriten oder so, die in das Eis eingedrungen sind. Und wenn man dann einfach nur hinabschmilzt und plötzlich einen Meteoriten vor sich hat, dann hat man natürlich ein Problem und kommt nicht weiter. Und die Kollegen beschäftigen sich damit, halt wie gesagt, solche Objekte zu erkennen im Eis und das Schmelzen zu optimieren. Und sie sind in der Lage, Objekte zu umfahren. Ganz speziell beschäftigen sich hier das Projekt, die Initiative heißt ENEX, also Enceladus Explorer. Es ist quasi auch ähnlich aufgehangen wie unser Projekt. Und die beschäftigen sich halt mit dem Saturnmond Enceladus und möchten halt hier quasi die Geysire anbohren. Auch wie gesagt, wir sind schon lange dabei und machen tolle Arbeit. Dann gibt es einen weiteren Herrn, der auch schon etwas länger dabei ist, das ist der Herr Bill Stone, ein Millionär, der ist im Zusammenhang oder zusammen mit der NASA schon einige Projekte zu dem Thema halt durchgeführt hat. Das ist eines seiner letzten, in der näheren Vergangenheit quasi einer der Projekte. Und hier, das ist halt auch eine Eisschmelzsonde. Und bei dieser Eisschmelzsonde haben sie sich mit dem Thema der Energieübertragung halt beschäftigt. Und wenn sie halt jetzt mehrere Kilometer oder mehrere 10 Kilometer Distanz überbrücken möchten und sie haben ein Kabel, dann haben sie das Problem, dass sie natürlich über große Verluste über die Länge des Kabels haben. Und hier haben sich die Kollegen damit beschäftigt, dass die Energie über einen Lichtleiter übertragen wird, weil da dann halt deutlich geringere Verluste zu erwarten sind, dass die Energie wird dann quasi als in Form eines hochenergetischen Lasers in ein Glasfaserkabel eingekoppelt und dann halt vorne an der Spitze, wenn es dann im System angekommen ist, wird das dann wieder in Wärme umgewandelt. Genau. Und dann ist es ein weiteres System, das ist auch schon etwas länger, liegt das zurück, auch von Stone Aerospace, von dem Herrn Bill Stone. Und hier haben sie Unterwasserroboter gebaut, also auch AUVs, ausgestattet mit unzähligen Sensoren und haben hierzu auch einige Experimente durchgeführt im Feld. Zum einen halt, Sie kennen das vielleicht, diese höhlenartigen Strukturen, Cenote in Mexiko oder auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die Arktis oder die Antarktis ist, aber auf jeden Fall in der Eisumgebung Versuche durchgeführt. Genau, also das ist ein kurzer Abriss von Systemen, die hier bereits entwickelt worden sind. Und wie gesagt, die Kollegen haben da halt tolle Arbeit geleistet und wir stehen da quasi, können halt von dieser Arbeit auch profitieren. Ein kleines Manko von den bereits gezeigten Projekten ist allerdings, dass sich die Kollegen immer mit einem System beschäftigt haben. Also entweder dem Eisbohrer oder einem AOB. Und wie das so ist mit den Ingenieuren, wenn man halt Randbedingungen bekommt, dann optimiert man sein System immer schön entlang dieser Randbedingungen. Und das hat dann zur Folge, dass man halt einen möglichst kleinen, energieeffizienten Eisbohrer halt entwickelt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein großes AOV, vollgestopft mit Technologie und halt in der Lage, halt tolle Wissenschaft durchzuführen. Nur, wie gesagt, das System ist ca. 2 Meter im Durchmesser und hier haben wir einen Durchmesser von, ich glaube, 15 Zentimetern in etwa. Das passt halt nicht so ganz zusammen. Und das ist halt dann ein Thema, mit dem wir uns dann halt beschäftigt haben, unter anderem, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, wenn wir schon beide Systeme betrachten, wir wollen den ganzen Missionsverlauf angefangen von der Oberfläche halt darstellen
und entsprechend halt auch beide Systeme betrachten und halt das Wichtige, beide Systeme parallel betrachten, sodass wir dann in der Lage sind, den Unterwasserroboter in die Eisschmelzsonde zu integrieren, weil das ist ja das Transportfahrzeug für den Unterwasserroboter. Und genau, das Resultat war dann ein System, eine neue Version, eine Eisschmelzsonde. Wir nennen das das Ice Shuttle. Und das halt die zusätzlichen Funktionen bietet, ein Unterwasserroboter oder eine Payload in die Schmelzsonde zu integrieren, das System zu transportieren und ganz speziell im Falle eines Unterwasserroboters auch weitere Infrastruktur oder Support halt für das AOV zu liefern. Und im Folgenden, weil das so ein bisschen mein Thema ist, ich werde jetzt nicht das komplette Projekt alles im Detail erklären, sondern mich ein bisschen auf das Ice Shuttle halt beschränken, also diese Eisschmelzsonde, die wir entwickelt haben. Und genau, also hier sieht man zum einen schon quasi als bereits unsere Eisschmelzsonde. Und hier habe ich die Anforderungen mal kurz abgerissen, die halt für ein solches System dann entstehen. Ganz wichtig, zuallererst ist halt, das System muss natürlich die Payload, das Unterwasserfahrzeug halt transportieren können. Dann muss es in der Lage sein, das System auch ausbringen zu können. Es soll halt, hatte ich schon gesagt, weitere Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das sind halt Navigationssysteme oder halt quasi auch als Basisstation dienen und dann halt eine Docking-Kapazität zur Verfügung stellen. Und genau, und eine weitere Anforderung an das System ist natürlich, sie wollen es halt möglichst schmal halten, also den Durchmesser möglichst gering halten, weil sie natürlich ein möglichst kleines Loch bohren möchten. Weil je größer das Loch ist, desto mehr Energie brauchen sie natürlich. Und das ist eh schon eine schwierige Sache mit der Energie. Genau, und das Hauptziel ist dann halt, ein System zu bauen, das dann dass man eine AOV integrieren kann, das halt trotzdem einen großen Scope an Fähigkeiten oder einen Umfang an Fähigkeiten halt beinhaltet. Und auf der anderen Seite und somit dann halt das ganze Missionsdesign, halt Missionskonzept darstellen zu können. Und hier sieht man quasi die Payload, also das System, was wir auch entwickelt haben. Und ehrlich gesagt, da liegt, ich arbeite zwar an dem Ice Shuttle und mir liegt das Ice Shuttle am Herzen, aber für das Projekt, weil wir auch uns mit der Autonomie beschäftigen und der Navigation ist natürlich an allererster Stelle und das wichtigste System halt der Unterwasserroboter. Und genau, und an dem Unterwasserroboter mehr oder weniger orientiert sich natürlich dann auch das Design des Ice Shuttles oder der Eisschmelzsonde. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass es halt wirklich wichtig ist, dass man, also angesichts der Größe, die man hier sieht, und man könnte dann sagen, das ist ja schon ein ziemlich großes System, aber es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, dass man halt das ganze System auf eine Kamera mit einem Antrieb reduziert, weil man halt wirklich ein autonomes System halt benötigt und da macht es keinen Sinn zu flunkern und nur einen Sensor zu verbauen, sondern sie brauchen eine ganze Menge Sensoren, gerade Navigation, und das Navigation ist sehr wichtig für die Autonomie unter Wasser, ist halt sehr, sehr wichtig. Und genau, das sieht man jetzt vielleicht von hinten nicht ganz so gut. Also das AOV ist vorwiegend bestückt mit einigen akustischen Sensoren. Das ist halt die Sensorkategorie, die am besten unter Wasser halt funktioniert. Und darüber hinaus verfügt es halt über einige Kameras für unterschiedliche Aufgaben. Dann haben wir halt drei Thruster verbaut. Und vorne und hinten haben wir noch eine Tauchzelle, mit der wir in der Lage sind, dann relativ energieeffizient zum Meeresgrund abzutauchen. Genau. Ja, und hier möchte ich Ihnen nun ein kleines Video zeigen, damit Sie sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen können. Genau, das ist der Europamond. Und er befindet sich im Jupiter-System, das hatte ich schon angemerkt.
haben natürlich nicht so eine wunderbar Hochglanz-Animation wie vielleicht den Kollegen von der NASA, aber unsere Studenten haben da schon einen ganz guten Job gemacht. Genau, da sieht man nochmal die Struktur in etwa dieses Eismonds. Sie haben den äußeren, die äußere Hülle, dann den Wasserkörper, einen Steinkern und ganz im Inneren halt einen Metallkern wird da vermutet. Und ich hatte schon gesagt, wir beschäftigen uns nicht mit der Raketentechnologie, sondern fangen halt auf der Oberfläche an. Das ist quasi nur so eine Art Mock-up. Und dann schmelzen wir uns halt durch das Eis durch. So die Idee. Und das, der Unterwasserroboter befindet sich jetzt schon in dem Payload-Bereich, also der Eisschmelzsonde. Und wir hoffen dann, dass wir halt eine klare Eiskante haben. Das könnte natürlich auch anders aussehen, das wäre ein bisschen schwierig für uns. Aber man muss halt von irgendwelchen Annahmen treffen. Wir haben dann halt die Annahme getroffen, dass es halt eine gerade Kante gibt. Und als erstes sieht man jetzt hier diese kleinen Systeme, die da ausschwärmen. Das sind unsere Microgliner. Die werden als erstes ausgebracht und tauchen dann erst ein Stück ab, tauchen wieder auf und verankern sich dann unter dem Eis und senden Signale aus. Und die benötigen wir für die Navigation. Das kann man sich so etwas vereinfacht wie ein Unterwasser-GPS vorstellen. Und als nächstes wird dann halt unser Unterwasserroboter ausgebracht und weitere Navigationssysteme, die halt an dem Eisshuttle, was halt ortsfest bleibt, dann auch verbleiben. Und als erstes wird dann halt das AOV die nähere Umgebung erkunden. Unter anderem die Microglider, weil die Microglider benutzt es als Positionsgeber und dafür muss das AOV aber auch wissen, wo die Systeme sind. Und die hat man dann ein Henne-Ei-Problem, man will natürlich nicht die kleinen Microglider so groß bauen, dass sie in so großen Gliedersystem, dass sie das selber leisten könnten, sondern das muss halt der Unterwasserroboter, der große Unterwasserroboter halt leisten, quasi die kleinen Systeme einzumessen. Genau. Nochmal darauf verwiesen, wir haben hier kein Kabel, das funktioniert dann soll dann autonom funktionieren. Und nachdem es halt dann die nähere Umgebung inspiziert hat, würde das System dann zum Meeresgrund abtauchen in einer Spiralform. Und hier stellen wir dann halt alle, versuchen wir möglichst energieeffizient zu sein, alle Systeme werden abgestellt und man ändert dann einfach die Terrierung des Systems und behält dann noch so leicht die Steuerung und wenn man dann halt am Meeresboden angekommen ist, schaltet man alle Systeme wieder ein und beginnt mit der Kartierung des Meeresbodens und versucht halt interessante Objekte zu erkennen. Und ich hatte eben davon gesprochen, dass es halt wichtig ist für Leben, dass man Wasser hat, aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. Man braucht auch noch andere Voraussetzungen, nämlich Energie und noch weitere Bestandteile. Und da hofft man sowas, das gibt es hier auf der Erde auch, sowas zu finden, das nennt sich Black Smokers. Das gibt es auf der Erde und in diesen Bereichen, die normalerweise sehr unfreundlich für Leben sind, hat man halt kleine Oasen um diese Black Smoker, weil sie Wärme zur Verfügung stellen und weitere Nährstoffe für Leben. Genau, dann würde man halt, wenn man halt einen gewissen Bereich inspiziert hat, würde man halt dann wieder auftauchen. Und jetzt kommt halt eigentlich der wichtigste Schritt, weil wir haben ja kein Kabel und Kommunikation unter Wasser funktioniert halt eigentlich in breitbandiger Version nicht, ist nicht möglich. Das geht zwar akustisch, aber das ist halt viel zu geringe Informationen, die da übertragen werden. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man auf jeden Fall wieder zur Basisstation, in dem Fall die Eisschmelzsonde, zurückkommt. Dort dann andockt, das sieht man hier, das ist visuelles Andocken. Genau, und dann würde man halt, dann wird dann halt das Fahrzeug befestigt und man lädt die Daten an das Eisshuttle, übergibt es an das Eisshuttle, das wird an den Länder übertragen und dann zur Erde gesendet. Und des Weiteren will man natürlich neue Energie übertragen an die Batterien und des Weiteren neue Missionsziele. Man schaut sich dann die Karten an und könnte dann halt neue Missionsziele definieren. Genau, so ein kleiner Überblick über die Idee unseres Konzepts. Und wie gesagt, ich hatte gesagt, ich möchte mich ein bisschen auf das Eisshuttle spezialisieren oder hier den Talk zum Eisshuttle mehr halten. Und das ist dann halt das System, was dabei rausgekommen ist.
Es handelt sich dabei um einen seriellen Aufbau, mehr oder weniger. Man hat halt hier am Anfang quasi den Bohrer, das Schmelzsystem, dann hier weitere Navigationssysteme, die Docking-Schnittstelle, dann kommt der Payload-Bereich und dann sind noch weitere Systeme, die halt für das Ausfahren und wieder einholen. Wir wollen im terrestrischen Bereich, wollen wir das System natürlich wieder zurückhaben, dass man noch eine weitere Anforderung, dass man das System wieder einholen kann, Computer und am Ende, weil es halt ortsfest bleiben muss, das System, ein Eisanker mehr oder weniger. Und genau, und hier ist es halt auch, also man hat halt diesen seriellen Aufbau, hat aber das Problem, dass, also zum einen, dass man natürlich, man baut das Ganze seriell hintereinander auf, um halt den Querschnitt möglichst klein zu halten. Aber dann hat man natürlich das Problem, dass halt alle Komponenten den anderen Komponenten irgendwie im Weg sind. Und darüber hinaus gibt es dann noch Anforderungen, dass natürlich der Bohrer ganz vorne sein muss, aber auch die akustischen Systeme, die wollen auch ganz vorne sein, um halt keine Abschattungen zu haben. Das heißt halt, man muss halt das alles unter einen Hut bringen und natürlich will man auch irgendwie das AOV da rausbekommen. Und da muss man dann halt ein Konzept entwickeln, wie man die... wie man all dem gerecht wird. Und das Entfalten des Systems ist dann halt hier ganz wichtig. Und wir haben halt für eine exzentrische Aufhängung halt hier entschieden und diese exzentrische Aufhängung dann quasi auch seriell zu staffeln. Und darüber ist man dann halt in der Lage, zu bestimmten Zeitpunkten an unterschiedliche Module halt heranzukommen. Und Sie haben das eben schon in dem Videokurs gesehen. Man würde als erstes, also ganz am Anfang werden halt die Glider deployed, dann kommt halt das AOV, danach ist dann halt dieser untere Bereich, kann der mehr oder weniger freigegeben werden, dann kann man halt das nächste Modul zur Seite schwenken, der Schmelzkopf wird an der Stelle dann auch nicht mehr benötigt und man kann mit den akustischen Sensoren bis ganz nach vorne vorstoßen und hat dann halt keine Abschattung mehr. 5 Minuten. Ah, okay, dann muss ich mich beeilen. Genau, dann haben wir halt hier, das ist halt ein wichtiges System, das ist die Docking-Schnittstelle. Zurzeit sind wir in der Lage, halt unter Wasser Kommunikation zu betreiben. Ich hatte gesagt, dass die breitbandig elektromagnetische Übertragung nicht möglich ist, aber über ganz kurze Distanzen geht das und wir benutzen dann hier einfach unter Wasser für ganz, ganz kleine, kurze Distanzen Wi-Fi. In der Zukunft möchten wir ja auch noch Energie übertragen, das haben wir aber, da an der Stelle haben wir das System derzeit vereinfacht. Genau, dann noch weitere Subsysteme, das ist jetzt nicht ganz so interessant. Man hat halt hier das Deployment für die Sensoren und den Eisanker, den haben wir auch getestet. Das ist dann auch immer verbunden mit vielen Bachelorarbeiten oder also Abschlussarbeiten von Studenten oder HIFI-Arbeit. Also ohne Studenten werden wir auch ein bisschen aufgeschmissen. Dann haben wir uns auch mit dem Schmelzen beschäftigt, allerdings haben wir das ein bisschen zurückgesetzt, auch weil sich Kollegen damit beschäftigen, wie von Enceladus Explorer, und haben uns halt quasi auf die Kombination der beiden Systeme halt fokussiert und haben aber trotzdem einige Tests halt durchgeführt. Man lernt dann auch, wie man ganz große Eisblöcke halt herstellen kann und haben das in einer vereinfachten Version halt durchgeführt. Das System, was wir da haben, ist allerdings noch nicht in der Lage, diese große Eisschmelzsonde wirklich durchs Eis zu bringen. Da müssen wir quasi hoffen, dass wir in einem Folgeprojekt dann halt daran arbeiten können. Aber wie gesagt, das Eisschmelzen war an der Stelle nicht unser Fokus. Genau. Dann hier nochmal ganz kurz dargestellt die Glider. Das ist halt auch eine Arbeit, die ein bisschen nebenher gelaufen ist und da haben sich dann halt viele Studenten und Bachelor- und Masterarbeiten halt mit beschäftigt, dieses System herzustellen. Das ist ein möglichst, das ist quasi für Lokomotion das System, ein Lokomotionsmodell und hat noch nicht die volle Kapazität, die das System später haben möchte. Das möchten wir dann auch in einem Folgeprojekt, möchten wir uns damit beschäftigen. Und es ist halt ein sehr energieeffizientes, es ist halt aus der Ozeanographie oder Meerestechnik ein sehr energieeffizientes System. Wie gesagt, man möchte da kein Henne-Ei-Problem oder möchte halt nicht dann nochmal ein großes System halt erstellen. Und wir haben das Ganze dann auch getestet bei uns in unserem großen Becken, in unserer gefluteten Sporthalle.
Und einer der wichtigsten Tests in der Kombination beider Systeme ist dann halt das Andocken und das, zum einen das Andocken, also dass man quasi autonom an das iShuttle heranfahren und sich damit verbinden kann und dann auch automatisch die Datenübertragung halt vonstatten geht. Und da jetzt nochmal ganz kurz dargestellt, das ist das zweite Video, das ist halt auch deutlich kürzer. Genau, das ist, sieht man jetzt in unserem Becken. Und wir haben halt das versucht, ein bisschen vereinfacht darzustellen. Dann werden dann als erstes die Glider inspiziert, die dann auf irgendwelchen Strukturmatten halt an der Oberfläche sind. Dann haben wir das energieeffiziente Heruntergleiten halt simuliert. Wir haben da leider nur 8 Meter Wassertiefe. Da ist man dann ein bisschen limitiert in den Tests. Genau. Und dann beginnt man halt den Untergrund zu inspizieren. Wir haben dann einen kleinen schwarzen Raucherbons im Becken installiert und nochmal darauf hingewiesen, hier ist kein Kabel, also das System macht das halt voll autonom. Genau, dann fährt man halt zurück und ich hatte das eben schon mal gesagt, das ist der wichtigste Schritt, dass das System wieder ankoppeln kann, um halt die gewonnenen Daten zur Verfügung zu stellen. Und das sieht man hier, das wird halt über Computer Vision, also über visuelle Computerverarbeitung halt dargestellt, bewerkstelligt. Und das System dockt dann autonom an. Genau. Ja, und also um das halt ein bisschen zusammenzufassen, wir haben halt ein Missionskonzept entwickelt, jetzt in Bezug auf das Ice Shuttle quasi den Fakt adressiert, dass man beide Systeme verbinden muss und dass das, die Schmelzsonde in der Lage sein muss, den Unterwasserroboter auch in den Ozean zu überführen. Dann haben wir die beiden Systeme aufgebaut und wir haben halt eine Lösung angeboten, wie ein solches System aussehen kann. In Bezug auf das Ice Shuttle sind ein paar Sachen, die wir noch zu tun haben, weil der Unterwasserroboter hatte halt Priorität und entsprechend muss halt das Ein- und Ausbringen des AOVs, das ist noch nicht ganz quasi aufgebaut und die Implementierung, wie gesagt, da hatten wir keinen Fokus drauf gelegt, das Eischmelzen halt dann komplett auch umzusetzen in der vollen Leistungsstärke. Das würden wir dann auch in einem nächsten Projekt machen. Und ganz wichtig, das sehen wir dann auch auf der nächsten Folie und fast letzten Folie, wir müssen natürlich aus der Laborumgebung raus, wir haben zwar dieses tolle Labor, aber das sind immer noch mal andere Bedingungen, als wenn man halt ins freie Feld geht. Und da würden wir natürlich in einem Folgeprojekt gerne unsere Systeme etwas noch überarbeiten und robuster gestalten, um dann in der Lage zu sein, an Expeditionen teilzunehmen und zum Beispiel zunächst in der Arktis, wo man halt geringe Eisdicken hat, halt unsere Systeme zu testen und dann halt weiterzuentwickeln und dann halt vielleicht in einer etwas entfernteren Zukunft wäre natürlich das Tollste. Also man geht dann halt auch, könnte dann auch in die Antarktis gehen, da hat man dann halt nochmal dickere Eisflächen, bis zu 300 Meter dickes Schelfeis und der letzte Schritt, wie gesagt, das wäre dann das Sahnehäubchen an dieser Stelle, aber da ist noch viel Arbeit und noch da liegen vielleicht auch noch einige Projekte dazwischen, dass man halt einen subglazialen See erkundet, das ist halt die beste Analogumgebung, die man hier auf der Erde finden kann. Das sind abgeschlossene Seen, die mehrmals so groß sind wie der Bodensee und wo man davon ausgeht, dass sie halt über Tausende oder Millionen von Jahren halt abgeschlossen sind, ein eigenes Ökosystem haben und hier hat man dann auch eine Eisdicke von 3 Kilometern und wie gesagt, das wäre halt die beste Analogumgebung. Ein Beispiel dafür ist der Lake Vostok oder Lake Ellsworth. Da gibt es einige Seen in der Antarktis. Genau, und dann noch ganz, ganz, ganz kurz. Die letzte Folie ist halt, ich war vor 2 Monaten war ich in der International Astronautical Congress und habe da einen Vortrag gehalten, das bin nicht ich,
sondern das ist hier Elon Musk. Ein schärferes Bild war nicht zu bekommen, weil man nicht näher an den Mann herankam. Also er hat einen großen Vortrag gehalten, der auch irgendwie in der Presse groß diskutiert wurde. Seine Herangehensweise, wie man quasi den Mars erkunden könnte, und hat da neue Systeme vorgestellt. Und wir hatten jetzt auch gestrigen Tag schon gesehen, dass halt da viel Bewegung ist, den Forschern halt zu ermöglichen, größere Systeme in das Sonnensystem zu bringen, die SLS. Wir hatten gesehen von dem Herrn Frank Jansen mit den nuklearen Antrieben. Und hiermit haben wir quasi einen weiteren Vertreter, der uns quasi vielleicht in der Zukunft eine Möglichkeit der Beförderung zur Verfügung stellen würde. Und das ist halt... und hier im Hintergrund, ich habe das Bild noch im Internet gefunden, ist halt, das war die letzte Slide, die komplette Frage- und Antwortstunde halt quasi im Hintergrund stand. Also er ist halt davon ausgegangen, dass er nicht nur zum Mars fliegen kann, sondern auch zum Beispiel zum Europa. Und somit haben wir dann halt noch neben SLS und den nuklearen Antrieben noch einen weiteren Verfechter, der uns eventuell in die Lage versetzen könnte, in der Zukunft quasi mit einer so großen Payload zum Europamond zu gelangen. Und dann möchte ich mich bedanken und für die Team. Vielen Dank. Ich kann mich erinnern an diese Elon Musk Show, vor allen Dingen die abstrusen Fragen, die dann am Ende gekommen sind. Es war wirklich die waren schon wirklich sehenswert. Eine einzelne Frage will ich jetzt zulassen, dann würde ich gleich bitten, dass Herr Köhler schon aufbaut. Wir sind schon ein bisschen knapp in der Zeit. Nur eine Frage, das wäre dann hinten. Die restlichen Fragen vielleicht nachher noch in Einzelbehandlung. Ich glaube, da müssen Dank. Sie mit dem Kollegen da sprechen. Hallo, Herr Wirtz. Hallo. Ja. Hallo, sorry. Hören Sie mich? Ja. Ich habe eine Frage mit einer kleinen Teilfrage vorweg. Inwieweit ist Ihre Vorrichtung geeignet, während der Schmelze im Eispanzer Daten zu nehmen, was natürlich spannend wäre, weil dort vielleicht gewisse Inklusionen vorhanden sein könnten, die über die Genese des Eispanzers Aufschluss geben könnten? Und meine zweite Frage, was sind eventuelle Folgen für ein vielleicht vorhandenes Ökosystem, was vielleicht dadurch ja eine Störung erfahren könnte? Vielen Dank. Genau, also das erste halt Proben nehmen. Also unser System hat halt unsere beiden. Ah, okay. Also zu den Proben. Unsere Systeme sind halt quasi in erster Linie, gerade das Unterwasserroboter, nur dazu da, um überhaupt die Fähigkeit zu erlangen, also die ganzen Sensoren, die da verbaut sind, die Fähigkeit zu erlangen, die Mission überhaupt durchzuführen. Also man braucht halt schon eine ganze Menge Sensoren, damit die Systeme überhaupt autonom sind. Und wir haben uns natürlich auch gewisse Teilbereiche nur, haben uns mit bestimmten Teilbereichen nur beschäftigt und haben halt in dieser ersten Phase noch keine wissenschaftliche Nutzlast an Bord. Aber zum Beispiel die Kollegen von Enceladus Explorer, der Ice Mole, die sind in der Lage, halt über die Spitze halt Proben aufzunehmen und ich glaube auch an Bord dann halt diese Proben zu analysieren. Und natürlich, das System betreibt dann auch Navigation, das heißt, man könnte dann auch zum Beispiel Rückschlüsse betreiben, wie viel Material ist halt in dem Eis vorhanden. Also bei uns ist es noch nicht integriert, weil wir, wie gesagt, eine ganze Menge andere Baustellen hatten, aber es gibt das auf jeden Fall, also das kann man auf jeden Fall machen. Und das Zweite ist, das ist nämlich eine ganz kritische Sache, kommt dann nochmal auf die Energieübertragung. Es gibt etwas von der UN, eine Vereinbarung, das nennt sich Planetary Protection Act. Das bedeutet, dass man halt, wenn man Missionen durchführt zu anderen Himmelskörpern im Sonnensystem, dass man zum einen halt kein Leben mitbringt, was man dann findet, und auf der anderen Seite auch versuchen soll, dass die Umgebung nicht zu verschmutzen. Und das ist halt in Bezug auf Energieübertragung, weil dann halt auch oft spekuliert wird, kann man das nicht das Schmelzen zum Beispiel mit Plutonium durchführen oder mit nuklearen Stoffen.
Und da sind die Leute aber dann sehr sensibel, auch aus gutem Grund, denke ich, weil man halt in diesen flüssigen Ozean halt reingeht, man hat ein flüssiges Medium, das ist ein bisschen anders dann als auf dem Mars. Und da ist dann halt die Gefahr größer, dass man das halt kontaminiert. Aber da gibt es halt Regeln für, dass man das halt versucht, möglichst klein zu halten. Wie da jetzt die genauen Auswirkungen sind, kann ich natürlich nicht sagen, aber man versucht halt, das so klein wie möglich zu halten. Und es gibt halt da Regeln für. Gut, ich würde sagen, wenn weitere Fragen in diese Richtung bestehen, dann können wir die hernach vor der Tür draußen informell behandeln. Ein kleines Geschenk noch und dann würde ich sagen, Herr Köhler, ans Werk. So geht's, oder? Ja. Ja, mal wieder Mars. ist doch nach wie vor, ist es gut hier vom Ton? Ich habe das Gefühl, es kommt hinten nicht an, oder? Muss man so vorbringen? Da. Ja, ein bisschen näher ran. So, vielleicht, okay. Mars stand ziemlich im Blickpunkt in jüngster Zeit. Das war klar, wir haben wieder eine europäische Mission zum Mars, zum ersten Mal nach Mars Express, die immer noch im Orbit ist. Und das Projekt hieß ExoMars und es war naheliegend, dass wir das Thema, als wir uns überlegt haben, was machen wir für dieses Jahr hier in Neubrandenburg, dass man das aufgreift, zumal eben die Ankunft erst vor kurzem war. Und dann hat sich ja auch eine ganze Menge Interessantes dort ereignet. Davon erzähle ich ein klein wenig oder ein bisschen viel wenig. Sie kennen mich mittlerweile. Und auch ein bisschen was das Ganze drumherum ist. Es fiel gerade schon und gestern sicherlich auch der Name Elon Musk, der geistert rum in den Medien im Zusammenhang mit Mars seit neuestem, seitdem der auf dem IAC in Mexiko, ich vermute mal, es war sehr heiß, einen Beitrag geliefert hat, der sehr bemerkenswert ist, sagen wir es mal so. Also zunächst mal zum Thema Rezeption von Raumfahrtthemen in der Öffentlichkeit. Sie erinnern sich alle noch an die Rosetta-Mission, nehme ich an, die am 30. September zu Ende ging. Und da war es noch die beste aller Welten. Und auch die Medien haben das so dargestellt. Man, ist das toll, was die ESA 2 Jahre lang mit Rosetta gemacht hat, da um den Kometen gekreist, auf dem Kometen gelandet, auch wenn es ein bisschen schief gegangen ist. Nehmen wir euch nicht übel, das Ding war ganz lustig. Wir haben tolle Wissenschaft gemacht, wirklich ganz großartige Wissenschaft gemacht. Also ich würde Rosetta in eine Reihe stellen mit Viking und Voyager als eine der ganz großen Missionen zur Exploration des Sonnensystems. Und es gab eine Veranstaltung im ESOC in Darmstadt im Kontrollzentrum, rappelvoll natürlich und die Medien waren voller Überschwang in ihrer Berichterstattung und als der Herr Ferry da das letzte Kommando hochgeschickt hat am Tag vorher praktisch, um Rosetta auf Sturzflugkurs, Sturzflug hört sich so ein bisschen dramatisch an, also auf Kollisionskurs mit dem Kometen zu bringen, wurde das auch gefeiert und am nächsten Tag dann um 13.18 Uhr traf das Signal auf der Erde ein, dass kein Signal mehr auf der Erde eintrifft, also das Trägersignal verstummte. Und es war sehr bewegend, muss ich Ihnen sagen. Ich saß neben dem Fred Janssen, der lange Jahre der Projektmanager von Rosetta war. Und das sind viele Tränen geflossen im ersten Moment, aber dann brach dann doch Jubel aus, dass man das Projekt zu einem so erfolgreichen Ende gebracht hat, zumal ja praktisch bis zur letzten Sekunde Wissenschaft gemacht wurde. Und zwar fantastische Sachen einfach. Die Aufnahmen mit wenigen Zentimetern Auflösung zum Schluss konnten noch zur Erde übertragen werden. Die Schweizer haben mit ihrem Spektrometer noch ein bisschen Staub analysiert aus der unmittelbaren Kometenumgebung. Also wunderbar. Und Rosetta liegt jetzt da oben auf dem Jury. Ruhe sanft, sage ich. Und es ist vielleicht auch gut so, dass es zu Ende ist. Die Überlegungen, Rosetta nochmal mit einem Winterschlaf hinterm Jupiter mitzuführen mit dem Kometen und dann wieder zu reaktivieren. Das war zu komplex offensichtlich, wurde natürlich in Erwägung gezogen, aber war letztendlich dann doch keine Option, weil es war so wenig Treibstoff nur noch an Bord, dass wenn die beiden hinterm Jupiter wieder in Reichweite gekommen wären, dass die Solarpaneele genügend Strom hätten erzeugen können, hätte das wahrscheinlich nicht mehr gut funktioniert. Okay, das war die beste aller Welten. 3 Wochen später gab es die schlechteste aller Medienwelten. Ja, Sie wissen alle, dass mit der Mission ExoMars ein Teil eben nicht so geklappt hat. Man muss da ein bisschen mit der Wortwahl tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein.
Es war kein Desaster, wie vielerorts geschrieben wurde. Jedenfalls der Landedemonstrator krachte auf dem Mars auf und war kaputt und konnte dort praktisch von der Marsoberfläche keine Daten mehr liefern, hat aber brav all das gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo was schief lief eben. Was schief lief, kommen wir gleich noch drauf. Jedenfalls waren die, also Sie sehen hier auf dem Bild, Sie sehen es von hinten wahrscheinlich schon, also das in der Mitte ist rausvergrößert, praktisch hier das, wo er eingeschlagen ist, mit seinem vielen Treibstoff, den er noch an Bord hatte, ist er explodiert. Rechts oben sieht man den Hitzeschild, der vorne dran war, und links unten sehen Sie den abgetrennten Fallschirm und den rückwärtigen Hitzeschild. Den hat der Mars Reconnaissance Orbiter mit seiner High-Rise-Kamera am Tag darauf sogar schon also aufgenommen und identifiziert. So, die Süddeutsche Zeitung war gleich ziemlich mal sehr dramatisch. Ein alberner Wettlauf zum Mars. Ja, auf einmal ist es ein alberner Wettlauf zum Mars. Was ist da albern dran, wenn man Forschung macht und sich dafür praktisch große Summen Geld bereitlegt? Das ist sicherlich richtig, die muss man rechtfertigen und es sollte in der Regel auch klappen. Und warum es nicht geklappt hat, ist natürlich dann Gegenstand von großen Untersuchungen, ist ja klar. Zumal ja da noch was mit dranhängt, der zweite Teil von ExoMars eben. Wettlauf, also da werde ich nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß nicht, von was Herr Illinger, der ein Physiker ist, meines Wissens da spricht. Also da geht es schon ziemlich zur Sache in diesem Artikel. Die Reise zu den Planeten sind vor allem ein Politikum. Also das ist mir seit den 70er Jahren neu. Es gibt keinen Kalten Krieg mehr. Ich wüsste jetzt nicht, was da ein Politikum dran sein soll, wenn man das Sonnensystem erforscht. Es ist sicherlich richtig, dass es immer einen politischen Akzent hat, wenn man sich für Raumfahrtprojekte entscheidet und die Mittel natürlich dafür locker machen muss. Insbesondere in den USA spielt sowas natürlich eine große Rolle. Und viele blicken natürlich jetzt gespannt auf die neue amerikanische Regierung. Wie wird das weitergehen? Wird die Exploration auch wieder weiterhin einen großen Stellenwert haben und so weiter eben. Ja, es kam natürlich dazu, dass die ESA das sehr ungeschickt gehandhabt hat. Das war vielleicht noch eine Nachwirkung von dieser Rosetta-Euphorie, dass man eben wieder eine Veranstaltung gemacht hat, die Öffentlichkeit eingeladen hat. Ja, natürlich lädt man die Öffentlichkeit ein. Wenn man es nicht machen würde, dann würden doch alle schreien, ihr macht es hinter verschlossenen Türen und wenn was schief geht, damit es keiner mitkriegt und so weiter. Also ich verstehe den ganzen Tenor nicht von so einem Leitmedium in Deutschland, das ist die Süddeutsche Zeitung. Und dann steht da eben, das Warten auf den Touchdown wurde im Kontrollzentrum als Unterhaltungsshow inszeniert. Ja, sollen wir alle dröge da sitzen und warten und Däumchen drehen, bis es einmal Piep macht und das ist es dann. Also ich fand das sehr, sehr merkwürdig und unser Institutsdirektor Professor Spohn, der eigentlich nicht dazu neigt zu emotionalen Reaktionen, der hat einen ziemlich heftigen Leserbrief dann geschrieben, der auch abgedruckt wurde. So, ExoMars Teil 1. Ein bisschen, Sie wissen sicherlich vieles darüber, man könnte auch über manches ein bisschen schneller darüber hinweggehen, damit wir halbwegs in der Zeit bleiben können und bis 15 Uhr fertig sind. Sie wissen, dass das aus zwei Teilen bestand, aus einem Trace Gas Orbiter, also einem Spurengas Orbiter, der eben in der Atmosphäre des Mars nach Spurengasen suchen soll, und einem Landemodul namens Schiaparelli, benannt natürlich nach dem großen italienischen Astronomen, der die ersten Marskarten machte 1877, ein Demonstrator, der wenig Wissenschaft machen sollte, ein bisschen Atmosphärenmessungen, ein bisschen Wetterstation auf der Marsoberfläche, keine Kamera an Bord hatte und einfach mal zeigen sollte, ob Europa in der Lage ist, auf dem Mars zu landen. Die Landung auf dem Mars ist eine ziemlich heikle, hakelige Sache, weil er eben eine Atmosphäre hat, die in vielerlei Hinsicht ein bisschen noch unberechenbar ist, weil sie eben durch die starken Temperaturdifferenzen im Tag- und Nachtzyklus sich ausdehnt und zusammenzieht, eine sehr delikate Schichtung aufweist, die man nicht genau versteht eben. Also da sind schon viele andere dran gescheitert, vor allem russische Missionen, eben auch eine amerikanische scheiterte und Europa scheiterte 2003 an Heiligabend eben mit dem Beagle, zwei Länder, der an Bord von Mars Express war. Zu Mars Express, noch bevor ich es vergesse, gibt es immer noch, ja, ist seit 2003 eben im Orbit mit einer Kamera an Bord, die ich heute Ihnen mal mitgebracht habe, wo Sie nachher mal, können Sie hier vorkommen und irgendwie werden wir es schon schaffen, da uns drum herum zu scharen, erkläre ich Ihnen, wie die funktioniert. Das ist ein 1:1 Modell.
Technik aus der Steinzeit, wenn Sie so wollen. Also die Entwicklung war 1994 im Grunde genommen abgeschlossen. Dann flog sie ja zum ersten Mal auf Mars 96 mit den Russen und liegt seither im Pazifischen Ozean. Und das zweite Modell ist dann eben 2003 mit der ESA-Mission Mars Express zum Mars geflogen. Da gehe ich heute also im Vortrag jetzt gar nicht groß drauf ein. Okay, Landen auf dem Mars ist so eine Sache, wie gesagt, und man hat es deswegen mit diesem ersten Teil von ExoMars gemacht, um 2020, wenn dann der zweite Teil kommt, mit der sehr viel wertvolleren Fracht, nämlich dem Rover Pasteur, ein gewisses Gefühl für diesen Landevorgang zu haben. Man hat eine Landestelle in Meridiani Planum ausgesucht, ganz in der Nähe, 50 Kilometer entfernt von dort, wo der Mars-Rover Opportunity noch durch die Gegend fährt. Der hat jetzt 43 Kilometer auf dem Buckel seit Januar 2004 und läuft auch noch. Also ist damals gleichzeitig gestartet mit Mars Express. Und das hätte dann etwa so aussehen sollen, also Flug durch die Atmosphäre eindringen mit etwa 50, na, das sage ich jetzt was Falsches gleich, also mit 25.000 Kilometer pro Stunde, ja, 50.000 war, glaube ich, die absolute Reisegeschwindigkeit relativ zur Erde und 25.000, weil er ja von hinten auf den Mars tangential gekommen ist eben. Dann muss man da auf ein Fünftel runterbremsen, erstmal mit dem Hitzeschild ohne den Fallschirm noch, und dann kommt der Fallschirm so bei Überschallgeschwindigkeit, bis man dann so eine moderate Geschwindigkeit hat und den Fallschirm abtrennen kann. Dann ist es wegen der dünnen Atmosphäre immer noch zu schnell, braucht Bremstriebwerke, die dann auf eine, sagen wir so, Schrittgeschwindigkeit etwa runterbremsen, und dann die letzten 3 Meter hätte der Schiaparelli einfach auf den Boden plumpsen sollen, hatte entsprechende Dämpfungsvorrichtungen und dann eben Signale hochschicken sollen zu den verschiedenen Orbitern, die in der Umlaufbahn sind, und sich melden. Was ist passiert? Die indische Empfangsstation hat einwandfreie Signale empfangen, dass es also ist ein ballistischer Flug mal zunächst. Also wird 3 Tage vorher oder eine Woche vorher wurde abgetrennt. Das Eindringen in die Atmosphäre hat ganz gut geklappt. Dann setzen die Signale aus, weil durch die hohe Geschwindigkeit bildet sich ein Plasma um den Eintrittskörper. Das ist so heiß, da kommen dann keine Funksignale mehr raus. Und erst wenn die Geschwindigkeit wieder niedrig genug ist, dann der Fallschirm draußen ist, kommen die nächsten Signale. Die kamen auch noch. Und das hat alles auch noch sehr gut ausgesehen. Und dann kam das Signal, dass der Fallschirm abgetrennt wurde und dass die Bremstriebwerke gezündet haben. Und dann nach 3 Sekunden kam das Signal, dass die Bremstriebwerke nicht mehr gezündet, also nicht mehr in Betrieb seien. Und dann kam nichts mehr. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, eben, dann haben die Bremstriebwerke viel zu früh abgestellt, nach 3 Sekunden, weil... Das ist gegenwärtig der Stand der Untersuchung. Ich glaube, es kommt jetzt diese Woche kommt der Untersuchungsbericht raus, offiziell, glaube ich. Das hat ziemlich starke Seitenwinde gegeben und das Ding ist furchtbar durch die Luft geeiert wohl. Und das hat das Bodenradar ziemlich verwirrt, sodass es also praktisch ganz ähnlich wie bei der Apollo 11-Landung das Radar das System überfüttert hat und dem Bordrechner gemeldet hat, wir sind schon da, wir sind unten, wir sind sogar schon 3 Meter unter der Marsoberfläche, du kannst die Triebwerke wieder abstellen, brauchen wir nicht mehr. Dann hat das Triebwerk das getan, was ihm gesagt wurde, hat abgestellt, war aber noch in 3 Kilometer Höhe und der Schiaparelli ist dann ungebremst in den Boden gerauscht und explodiert offensichtlich. So was passiert, auch daraus wird man sicherlich lernen, es ist nicht schön, keine Frage. Der Uli Walter, auf den ich nachher auch noch mal kurz zu sprechen komme, der jetzt ein Interview im aktuellen Spiegel gegeben hat, hat gesagt, was noch nicht offiziell ist, dass es offensichtlich ein Softwarefehler war, also ein Programmierfehler, ein menschengemachter Fehler war, weil es gab noch ein zweites Radar an Bord, das die richtigen Informationen geliefert hätte, aber es gab kein Umschalten zu dem anderen Radar. Es war natürlich fatal und der Uli Walter hat es ziemlich brutal ausgedrückt, dass die ESA ihre Software halt schon gut testen muss, bevor sie da losfliegt. Also das ist natürlich... eine kernige Aussage, aber klar, es ist passiert. Andere Aussagen haben gesagt, das ist typisch Europa, sie meinen wieder, sie können alles selber machen und nicht von den Amerikanern lernen, ist alles gar nicht wahr. Also das wurde sehr eng abgestimmt sogar mit der NASA, der ganze Landevorgang diskutiert und natürlich Erfahrungen ausgetauscht, wie hat es geklappt bei Curiosity beispielsweise, wie bei den anderen Mars-Rovern. Eine ganz kritische Sache ist ja immer eben das mit dem Fallschirm in der dünnen Marsatmosphäre und
Also der ExoMars-Fallschirm wurde in NASA Ames, glaube ich, oder was, ich weiß nicht wo, jedenfalls in irgendeinem NASA-Center getestet, in diesem Windkanal, 12 Meter Durchmesser und entfaltet sich schon bei 1700 Stundenkilometern. Ne? Also da wurde schon viel richtig gemacht, es ist ja was falsch gemacht worden. Was die Leute in der Öffentlichkeit oder was den Leuten in der Öffentlichkeit halt so suggeriert wurde, war, dass es die Landung das Wichtigste dieser ganzen Mission war und der ganze Trace Gas Orbiter, der eigentlich das Kernstück dieses Teil der Missions ist, der ging etwas unter. Also hier sind noch ein paar so Bilder eben, Fallschirmabstieg bis in 1,2 Kilometer Höhe, der hat eben zu früh abgetrennt, schon in 3 Kilometer Höhe und dann hätte das so aussehen sollen, schön kontrolliertes Landen. Die Betriebsdauer hätte nur ein paar Tage sein sollen. Die ESA wurde auch dafür sehr heftig kritisiert, dass keine Kamera an Bord war. Ich als Geologe und einer, der immer gern sieht, wo ist man, was hat man am Horizont und was liegt so da so links und rechts rum für Gestein und sowas, kann das verstehen. Es wurde halt immer damit argumentiert, diese Systeme sind eben so komplex und die Weltraumtauglichkeit von allem miteinander verträglich zu machen mit dem Bordcomputer, mit der Software und all diesen Dingen, das hätte noch einen viel größeren Aufwand bedeutet. Das kann ich nicht beurteilen wirklich. Ich fand es natürlich schade, aber es ist insofern jetzt ja eh hinfällig, weil die Bilder, die hat es jetzt halt nicht gegeben. Das ist das berühmte erste Bild vom Lunar Reconnaissance Orbiter, das Vorher-Nachher-Bild vom 29. Mai diesen Jahres, wo halt noch nichts zu sehen ist, und dann vom 20. Oktober, wo man die Einschlagstelle sieht und wo der Hitzeschild niedergegangen ist. Und das gab es dann auch noch ein paar Tage später in Farbe. ExoMars. Also das Wort ExoMars kommt daher, dass man Exobiologie auf dem Mars eben machen möchte. Sie wissen alle, der Mars ist unser bevorzugtes Ziel, herauszufinden, ob es im Sonnensystem noch ein anderer Stelle irgendwo Leben gibt, Leben gab, Möglichkeiten für Leben vorhanden sind. Der Mars ist eben etwas näher gelegen als Europa und ich finde Europa als Ziel natürlich 100-mal spannender eigentlich als Mars. Das Projekt, das wir vorhin vorgestellt bekommen haben, das finde ich fantastisch und ich würde mir wünschen, dass sich das zu Lebzeiten noch realisiert, also da mit diesem U-Boot dann in dem Europa-Ozean rumzutauchen. Mein früherer Lehrer, Professor Neukomm, hat gesagt, da gibt es keinen Ozean. Er meint, das sei alles eher schon so eine Schlonze, wie man bei uns im Schwäbischen sagen würde. Also sowas, was also schon gar keine wirkliche Flüssigkeit mehr ist. Weil es gibt durchaus ernstzunehmende Modellierer, die sagen, der Ozean nach 4,5 Milliarden Jahren haut es nicht mehr hin, dass das wirklich flüssiges Wasser ist, ein richtiger Wasserkörper. Andere sagen halt, aber die Leitfähigkeit, die mit dem Magnetfeld vom Jupiter da wechselwirkt und sowas, das spricht dafür, dass da was sehr flüssig ist und so. Na, und so weiter, ist egal. Wir wollen zum Mars und dort Exobiologie machen und das ist eben ein ganzes Programm. ExoMars besteht eben aus diesen zwei Missionsteilen. Jetzt war eben der Trace Gas Orbiter und Schiaparelli und in 2 Jahren sollte dann eigentlich der große Rover gestartet werden. Das wurden jetzt 4 Jahre draus, also 2020 beim übernächsten Startfenster erst, was seine Ursache darin hat, dass die NASA ist ausgestiegen aus diesem Projekt. Europa will und konnte es nicht ganz allein stemmen finanziell. Es ist eine sehr teure Mission, wurde immer teurer im Verlauf der Entwicklung. Und da sind jetzt die Russen mit eingestiegen seit ein paar Jahren, aber sind eben so kurzfristig erst dabei, dass die Zeit, um das System sicher zu machen, eben hinreichend sicher zu machen, vermeintlich hinreichend sicher zu machen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass 2018 vielen als ein zu großes Risiko noch erschien. Deswegen hat man auf 2020 geschoben. Und selbst das muss man sagen, hängt stark davon ab, wie die ESA-Ministerratskonferenz am 1. und 2. Dezember darüber befindet, nach dem, was jetzt passiert ist. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen und einschätzen. Ich weiß nur, dass die Zahl 300 bis 400 Millionen Euro, die noch erforderlich sind, rumgeistert. Und das ist natürlich so ein halbes K.O.-Kriterium, natürlich, wenn das noch nachgeschossen werden müsste. Es ist ein wahrhaft europäisches Projekt. Es sind wirklich alle ESA-Länder mit dabei, also auch die Schweiz und auch Kanada, dann eben Russland auch, was jetzt hier aus der Karte nicht hervorgeht.
Insofern wirklich die, naja, sagen wir, dritte große, also ganz große Planeten- oder Explorationsmission des Sonnensystems nach Mars Express als ersten und dann Rosetta natürlich und jetzt eben dann ExoMars, Venus Express kann man natürlich auch noch dazu zählen, ist aber so ein, naja, ein praktisch ein Beiprodukt von Mars Express gewesen. Der Spurengas-Orbiter ist das Wichtigste eigentlich jetzt vom ersten Teil dieser Mission und der Name sagt natürlich schon, was dieses Raumschiff tun soll, aus der Umlaufbahn die Atmosphäre des Mars genauer untersuchen. Man hat mit Mars Express 2004 und 2005 in der Marsatmosphäre zum Beispiel Methan und Formaldehyd entdeckt und man konnte das räumlich sogar einigermaßen eingrenzen auf Regionen, wo die großen Marsvulkane sind. Und das liest, und dann zum Beispiel Methan eben ein Molekül ist, das relativ schnell zerfällt wieder, muss es eine Quelle geben, die dieses Methan in die Marsatmosphäre nachfüttert. Und auf der Erde wissen wir natürlich, dass Methan unter Umständen von den berühmten pupsenden Kühen stammt oder von Reisfeldern, also organischen Ursprungs ist. Es kann aber auch anorganischen Ursprungs sein, indem es also ein Gasprodukt von irgendeiner vulkanischen Entwicklung ist. Und dieser Sache soll natürlich mal etwas genauer nachgegangen werden. Die Marsatmosphäre, wie gesagt, ist noch nicht so blendend erforscht, weil meistens fliegt man nur schnell hindurch und da kann man wenig machen. Und natürlich von den Bodenstationen gibt es auch Messungen, aber das sind halt nur Messungen am Grund, die reichen nicht in große Höhe rauf. Und weil der Mars eben ein bisschen kleiner ist oder deutlich kleiner ist als die Erde, kann er die Atmosphäre nicht so dicht an sich binden wie bei der Erde. Das heißt, die reicht auch ziemlich weit, ziemlich hoch raus, also weit über 100 Kilometer eben, also im Gegensatz zur Erde. Dazu sind vier Instrumente an Bord. Das kleine Video spare ich mir jetzt, glaube ich, aus Zeitgründen. Das zeigt einfach nur, dass der Orbit relativ ungewöhnlich ist und das ist auch etwas, was Europa noch nicht gemacht hat. Wir sind jetzt in einem Orbit, aber der ist sehr, sehr stark elliptisch und reicht weit über 100.000 Kilometer raus und soll im Laufe von 12 Monaten jetzt eben zu einem kreisförmigen Orbit runtergebremst werden und dann, sodass dann quasi polare Umlaufbahn erreicht wird, aus der die Forschung gemacht wird. Es werden schon die ersten Messungen gemacht. Wie erfolgt das Bremsen? Das ist eben auch was Europa noch nicht gemacht hat mit Aerobraking. Also wir touchieren praktisch jedes Mal, wenn wir im Perizentrum sind, die Marsatmosphäre leicht und durch die große Fläche der Solarpaneele geht da immer ein bisschen Schwung verloren, sodass er dann so langsam in einen kreisförmigen Orbit runtergebremst wird. Was damit dann getan werden soll, das eine habe ich schon erwähnt, die Untersuchung von Spurengasen oder Suche nach Spurengasen in der Atmosphäre mit diesen vier Instrumenten, auch praktisch die Korrelation dieser Spurengase mit möglicherweise geologischen Formationen, deswegen ist eine Kamera mit an Bord. Dann eben das Absetzen dieses Demonstrationsländers, darüber habe ich schon gesprochen, und da dann auch als Datenrelais praktisch zu dienen. Und dann eben 2020, wenn dann der ExoMars Rover auf der Oberfläche ist, eben auch für die Datenübertragung zuständig zu sein. Deswegen hat man aus dieser Mission zwei Teile gemacht und das ist eigentlich ganz sinnvoll. Das können Sie jetzt hinten alles nicht lesen, aber da steht eben unter anderem drauf, dass, auf was es ankommt, jetzt eben, dass diese Aerobraking-Phase bis Dezember 2017 noch dauern wird. Dann kommt dieser zirkulare 400-Kilometer-Orbit. Eine kritische Phase wird sein, das ist das dritte von unten, 11. Juli bis 11. August nächstes Jahr haben wir Okkultation, das ist also das Raumschiff hinter der Sonne, das ist dann immer so eine leichte Bauchwehgeschichte, was passiert und was macht alles richtig oder geht er in die Kneipe und taucht nicht mehr auf, geh mal Zigaretten holen, also Sie wissen, was ich meine. Das verursacht immer Magenschmerzen, wenn man keine Kontrolle über so ein Raumschiff natürlich hat. Das Ganze dann soll bis Ende 2022 laufen, wobei natürlich bei solchen Missionen, wenn sie dann mal laufen, gerne auch verlängert wird natürlich, weil das kostet dann nicht mehr so viel Geld und macht einfach wissenschaftlich großen Sinn. Das können Sie jetzt hinten auch nicht lesen, das ist jetzt einfach nur mal kurz so als Überblick, welche vier Instrumente es sind. Die heißen NOMAD, CASSIS, ACS und FRIEND. NOMAD und ACS sind Spektrometer. CASSIS ist eine Kamera aus der Schweiz, eine ganz, ganz tolle, schöne neue. Und FRIEND ist ein Neutronendetektor, der Wasserstoff und so Sachen in der Atmosphäre suchen soll.
Kisten sehen halt aus, wie solche Kisten heutzutage aussehen, komplex und dauert ganz lang, die zu entwickeln und dann weltraumtauglich zu machen, zu kalibrieren. Das ist also meistens ein sehr, sehr nervenaufreibender, zermürbender Weg, bis das Ding dann endlich mal in der Kiste eingebaut ist und abhebt und dann kommt noch das Warten auf die ersten Messungen, ob es auch funktioniert. Also das sieht schon sehr anspruchsvoll aus. Der Friend sieht noch relativ harmlos aus. Und das ist Cassis eben, die Kamera aus der Schweiz. Soll auch als Stereokamera eingesetzt werden, aber nach einem anderen Prinzip als bei HRSC, bei der Stereokamera auf Mars Express. Die soll damit vorwärts-rückwärts gucken, dann eine rotierende Plattform praktisch haben, die dann so den Stereo-Effekt erzielt. Hat erste Aufnahmen jetzt schon gemacht und funktioniert wunderbar. Schweizer Präzision, alles bestens. Auflösungen bis zu 5 Meter pro Pixel sollen das dann sein. Und das ist dann also schon ein deutlicher Fortschritt nochmal gegenüber HSC, die sagen wir, 12 Meter im besten Fall, 20 Meter ist so die Regel, 20 bis 50 Meter Stereo macht eben. So ein paar Bilder noch von Schiaparelli und vom Zusammenbauen, so das ist immer, sieht immer klasse aus. Da sieht man, wie der Hitzeschild schon drauf ist. Hier nochmal wirklich das von der ESA formulierte Ziel, das hat sie vielleicht halt auch einfach nicht gut genug kommuniziert, dass es einfach nur ein Demonstrator ist, also die Fähigkeit der ESA und Europa zeigen soll, eine kontrollierte Landung auf Mars hinzubekommen. Und das also dann dafür dienen soll, die ExoMars 2020-Landung dann gut hinzubekommen. Das sind, wie gesagt, ganz wenige Experimente mit an Bord. Es ist sogar ein bisschen Beton mit dabei, um das Ding in der richtigen Gewichtsklasse zu haben, so damit man die Messdaten akkurat dann für 2020 nutzen konnte. Es ist im Grunde genommen eine bessere Wetterstation und ein bisschen Physik, ein bisschen physikalische Messungen noch dabei. Das ist eigentlich alles und es hätte nur ein paar Tage durchhalten sollen. Hier sieht man so einen Größenvergleich, einen der Monteure, Konstrukteure, die da nur was einbauen. Von unten der Blick in den Schiaparelli. So ist er jetzt schon fertig angeflanscht an das Raumschiff. Und ja, hier sieht man nochmal die wissenschaftliche Nutzlast, also ein Windmessgerät und ein Temperaturmessgerät. Die anderen Sachen weiß ich gar nicht so ganz genau. Hat uns jetzt gar nicht so sehr beschäftigt, weil wir ja eigentlich damit gar keine Forschung machen mit solchen Sachen. Das Team dann halt bei der Fertigstellung, das ist sicherlich immer ein großartiger Moment. Und dann ging es auch am 14. März diesen Jahres los, von Baikonur aus mit einer Proton. Immer wieder beeindruckend. Auf dem Flug lief alles wunderbar aus 40 Millionen Kilometer. Cassis mal angeschaltet, der Mars als kleines Scheibchen. Hat sehr schön funktioniert. Gut, also wir warten jetzt praktisch darauf, dass die Forschung mit ExoMars Trace Gas Orbiter mal losgeht und dann wir in Adlershof werten zum Teil oder sind im Kamerateam mit dabei und werten halt Bilder von der Oberfläche aus. Der Rover dann für 2020, der soll in etwa so aussehen. Der entscheidende Fortschritt gegenüber dem Curiosity ist, dass er sehr viel tiefer bohren wird können. Und dass er ein ja, doch sehr viel besseres Labor an Bord haben wird, das also wirklich dann den Nachweis bringen könnte, wenn Lebensspuren da reingefüttert werden und irgendwelche organische Moleküle da auftauchen oder irgendwelche Einzeller oder Cyanobakterien auftauchen mit einem Gaschromatographen und einem Massenspektrometer. Also das ist so gut, ist eigentlich fertig und wäre eigentlich startklar, wie gesagt, der russische Anteil daran ist noch in der Testphase und wird auf Weltraumtauglichkeit bis dahin geprüft. Und das scheint alles auch auf einem guten Weg zu sein. Hier sieht man, wie miniaturisiert solche Geräte sind. Also ich bin kein Ingenieur, aber so ein kleiner Laser, da vorne mit einem Durchmesser von gerade mal 2 Cent Münze, also das sind schon großartige Sachen. Unser Beitrag dazu wird wieder auf dem Gebiet der Kameras sein. Es wird praktisch so simuliert, der menschliche Blick in die Landschaft mit einer Kamera, die auf einem Mast sitzt und eben eine Stereofähigkeit hat, also die praktisch 2 Augen links und rechts hat und in der Mitte ist noch eine HRC, eine High-Resolution-Kamera, die dann also nicht nur zweidimensionale Bilder macht, die aber sehr, sehr wichtig ist für die
Identifikation von möglichen Biosignaturen. Also und, wenn man praktisch, die hat so eine hohe Auflösung, dass also praktisch winzige kleine Flechten, so es die denn geben würde, identifiziert werden können und dann gezielt eben die Probennahme stattfinden kann. Und da sind wir gerade dran und testen diese Kamera unter anderem letzten Winter, Sommer in der Antarktis eben, und mit warmer Bestandteil der Ganovex 11 Expedition durften 3 Wissenschaftler von uns mit runtergehen. Ein Exobiologe, der Jean-Pierre de Vera, ein Geologe, mein Zimmerkollege Ernst Hauber und eben die Ingenieurin, die Nicole Schmitz, die diese Kamera baut. Und die waren da 3 Monate fast im ewigen Eis. Und da, wo kein Eis war, hat man eben Geologie gemacht. Unter anderem so Dinge auch untersucht, wie diese Rinnen, die auf dem Mars mittlerweile als mögliche Folgen von ablaufendem Wasser eben dargestellt werden, das sehr salzhaltig sein könnte und deswegen den Gefrierpunkt relativ niedrig hat. Ja, und das, also da war eine sehr erfolgreiche Geschichte, entstehen jetzt eine ganze Menge schöner wissenschaftlicher Publikationen. Vor allem wurde aber das Zusammenspiel eben zwischen Technik und geologischem Kontext und eben den Lebensspuren, die es in der Antarktis natürlich gibt, auf dem Mars vielleicht halt nicht oder vielleicht doch, das weiß man ja eben nicht. Und das hat wunderbar funktioniert und ein paar Mal hatten sie auch richtig schlechtes Wetter, dann 3 Tage im Zelt, also richtige Expedition. Das war ein andermal, das war in Spitzbergen, die Frau Schmitz da ihre Kamera durch den Fluss tragen musste. Dann machen sie auch Tests mit diesem Ground Penetrating Radar, um praktisch Eisschichten und praktisch kontrastierende Eislagen praktisch zu identifizieren auf dem Mars. Auch das wird dann dabei sein bei diesem Rover. Also da tut sich eine ganze Menge bei uns zurzeit. Und wir wären natürlich glücklich, wenn diese Mars-Mission 2020 kommt, plus das, was kommt nachher noch ein bisschen ganz zum Schluss drauf, was wir uns sonst noch so wünschen, wie es weitergehen müsste in der Marsforschung. Wir untersuchen auch Bioproben im Labor, also keine Tierversuche, keine Sorge, aber Flechten, Moose, aber Moose und also praktisch extremophile Organismen kommen bei uns in so eine Mars-Simulationskammer, da wird dann die Klappe zugemacht, dann wird Tag- und Nachtrhythmus gespielt, das sind diese Leuchtdioden, dann wird kalt-warm gespielt, dann wird die Atmosphäre entsprechend wie auf dem Mars eingeblasen, das Ganze dann 6 Wochen lang da drin gelassen und untersucht dann danach und siehe da, die Organismen igeln sich nicht nur ein und stellen sich tot, sondern die machen trotzdem auch bei diesen extremen Bedingungen Stoffwechsel, was uns sagt, dass wenn man so einen Teil von der Erde dorthin bringen würde auf dem Mars, würde es eine gewisse Zeit wahrscheinlich überleben. Oder andersrum gedacht, es könnte ökologische Nischen auf dem Mars geben, in denen das möglich ist, dass das Leben vorhanden ist eben. So, der Mars, da machen wir jetzt gar nicht so groß rum, weil das ist eigentlich mittlerweile Ihnen alles bekannt. Es ist der Planet, der vermutlich der Erde am ähnlichsten ist und durch seine geologischen Strukturen und das, was wir in dem geschichtlichen Ablauf der Marsgeologie eben sehen, das höfigste Ziel ist, dass wir dort vielleicht auf Lebensspuren treffen könnten. Wir haben Vulkane, die sind zwar erloschen, aber könnten möglicherweise noch eine Restaktivität haben. Das sagen unsere Geophysiker in ihren Modellen, das sagt uns möglicherweise das Methan, das über diesen Körpern zu sehen ist. Er hat Polkappen mit Wassereis und Kohlendioxideis. Er hat relativ doch beträchtliche Mengen an Wassereis, die verflüssigt werden könnten, für welchen Nutzen auch immer. Also entweder, dass wirklich Organismen sich das in der Tiefe zunutze machen, wenn in der Nähe von so einem vulkanischen Zentrum, das noch ein bisschen Wärme ausstrahlt, eben so eine Wassereislinse taut, sodass flüssiges Wasser vorhanden ist, die Grundlage für Leben. Also das ist alles soweit bekannt, man müsste es nur halt irgendwann mal finden, das Leben. Ja? Klar, es gibt auf der Oberfläche kein Wasser, es gibt auch keinen Prozess wie die Plattentektonik, es gibt kein Magnetfeld, das das Leben schützen würde, so wie es bei uns auf der Erde das tut. Auch, das weiß ich, ob das dem Elon Musk bekannt ist, ja, sowas, solche Sachen, also das beschränkt meiner Meinung nach das Leben auf dem Mars ganz beträchtlich ein, ja. Also da können seine Tausenden von Touristen dann aber relativ schnell alle Krebs kriegen. Ja. Er hat keinen großen Mond, der die Marsachse stabilisiert, deswegen kippt die in einem ganz bestimmten Rhythmus relativ oft, sodass wir sehr starke Klimaverschiebungen haben. Und so wie es aussieht, keine aktiven Geoprozesse. Also er ist staubtrocken und ein Wüstenplanet, also nicht unbedingt das Ziel, das man sich wirklich sucht. Da ist hier Neubrandenburg am Tollensesee schöner.
Die Atmosphäre ist auch hinlänglich bekannt, 95% Kohlendioxid, 3% Stickstoff, 2% Argon, relativ viel, und ganz, ganz wenig Wasserdampf nur und Sauerstoff, sehr dünn. Es ist sehr kalt, alles Sachen, die so nicht so gerade unbedingt verlockend sind, dass man dorthin möchte. Es fiel vorhin in dem Europa-Vortrag schon mal, dass diese habitable Zone eben das ziemlich einschränkt in unserem Sonnensystem, wo an der Oberfläche zumindest Leben möglich sein könnte, nämlich dort, wo das Wasser eben in drei Aggregatzuständen, flüssig, gasförmig und als Eis vorhanden ist. Das ist auf der Erde der Fall. Beim Mars wissen wir, dass es heute eben nicht der Fall ist. Wenn man das Phasendiagramm, Druck, Temperatur von Wasser auf dem Mars anguckt, dann sieht man eben, dass da zu wenig Druck ist, dass das Wasser stabil wäre auf der Oberfläche. Immer wieder das Beispiel, wenn Sie auf den Mount Everest hochgehen, wissen Sie, dass Lager 5, 8000 Meter Höhe, das Wasser schon bei, ich glaube, 78 Grad kocht, eben, ja, weil der Luftdruck so niedrig ist. Und auf dem Mars sieht er das eben sofort, wenn ich den Eimer Wasser ausschütte und verdampft und weg ist es. Das kann aber mal anders gewesen sein, denn nach allem, was wir wissen, hatte der Mars mal eine sehr viel dichtere Atmosphäre, die möglicherweise sogar einen Wasserkreislauf ermöglichte, also dass es wirklich Regen gab, Abfluss, Verdampfen und wieder Regen. Dass es auch stehende Gewässer gab, die durch große, große Flüsse gespeist wurden, weil die Täler sehen wir einfach. Wir wissen, dass auf dem Mars Wasser geflossen ist. Die große Frage ist natürlich nur, wie ist es geflossen? Sporadisch, dauernd, wie lang waren die Zeiträume, wie groß waren die Mengen und wohin ist verschwunden? Das sind natürlich die großen, sage ich mal, Fragen, die uns zurzeit noch beschäftigen. Wir haben einige mittlerweile ganz gute Antworten. Wir glauben, dass das, was wir zum Beispiel an Rändern mancher Täler im Hochland, in sehr alten Gebieten, die so zwischen 4,2 und 3,8 Milliarden Jahre alt sind, dort entdecken wir mit Spektrometern hydratisierte Tone. Was ist das? Das ist praktisch das Verwitterungsprodukt von Basalt, wenn Basalt mit Wasser in Kontakt kommt. Basalt ist ein vulkanisches Gestein, Eisen- und Magnesiumreich, gibt es auf dem Mond, in den Mare, gibt es auf dem Mars sehr viel. Und das sind die Verwitterungsprodukte, die Minerale, die dabei entstehen, die bauen dann eben OH-Gruppen ein und dann weiß man, dass dort mal Wasser vorhanden war. Das sehen wir eben zum Beispiel in diesem Marv-Wallis, ich weiß immer noch nicht, wie man es wirklich ausspricht, und den Movie gucken wir uns mal kurz an, weil den haben die Kollegen von der FU Berlin letzte Woche erst gerechnet. Der wird erst übernächste Woche veröffentlicht. Aha. Oder da ist doch was. Ja, kommt. Können schon lesen. Das ist dieses Tal, wo übrigens der Marsianer auch durchspaziert ist, um zu seiner Rakete zu kommen, die ihn zur Erde zurückbringen sollte oder dann auch getan hat, ja, scheint's. Eines dieser großen, alten, gewundenen Täler im Marshochland. Über 1000 Kilometer lang. Und da sieht man viele so Ablagerungen an den Seiten. Das sind diese hydratisierten Tone, die man da sieht, das ist so ein bisschen kontrastverstärkt dargestellt. Einfach, also es sind keine Falschfarben, sondern einfach nur den Kontrast in einzelnen Kanälen von der Stereokamera ein bisschen aufgespreizt. Und man sieht, dass es eben eine sehr, sehr alte Landschaft ist, viele Einschlagskrater, also da sind wir bei über 3,5 Milliarden Jahre. Brechen wir das hier mal ab, dann werde ich nicht fertig. Und dann gibt es eben noch andere. Na, gehst. Geh weiter. Komm, geh weiter. Blöd, Mann. Ja, das hat das mir übel genommen, glaube ich, was ich da gemacht habe. Kurz einmal rausgehen und wieder reingehen.
so geht es wieder weiter. Und dann gibt es noch andere Minerale, die an jüngeren Strukturen sind. Da haben wir dann ein sehr viel saureres Milieu, Sulfatablagerungen. In Hebes Kasma sehen wir, dass zum Beispiel ein riesiger Berg ist, der 8000 Meter hoch ist und 180 Kilometer lang in der Ausdehnung etwa. Und diese Sulfatablagerungen zeigen, dass sich irgendein dramatischer Klimawandel oder ein Wandel dieses wässrigen Milieus ereignet haben muss, während es bei diesen Tonmineralen wohl eher neutral war, wirklich vielleicht Trinkwasser oder sowas ähnliches. Haben wir jetzt relativ saure Suppen, aus denen sich Salze abgelagert haben, und das zeigt uns, da hat sich irgendwas verändert. Warum das so kam, ist uns noch nicht klar. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass wir auch Spuren eines schwachen Magnetfeldes haben auf dem Mars, das etwa vor 3,8 Milliarden Jahren eingeschlafen sein könnte, und dass damit eben auch der Klimawandel dann praktisch eingetreten ist, weil kein Magnetfeld mehr die Atmosphäre geschützt hat und die Moleküle in der Atmosphäre dann halt heftig beschossen worden sind und dann das ganz, ganz andere Bedingungen waren. Also das könnte mal zum Teil auf dem Mars so ausgesehen haben. Das ist jetzt so die Gretchenfrage. Waren die Bedingungen gut genug, dass sich Leben gebildet hat? Wir wissen, dass alle Voraussetzungen da waren, also die 6 wichtigsten Elemente, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwefel, das gibt es alles auf dem Mars. Also wir halten das durchaus nach wie vor für gut denkbar, dass es auf dem Mars sich mal Leben entwickelt hat. Und ob es heute noch Leben gibt, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten 30 Jahren beantwortet werden wird. So, jetzt kommen wir nochmal auf dieses Anfangsthema zurück. So, das hat mir ein bisschen keine Ruhe gelassen, zumal diese Woche nochmal sowas gekommen ist. Wir kommen gleich, und dann ist mir aufgefallen, das National Geographic Heft kam vor 2 Wochen, da kam auch das Rennen zum Mars, aha, da kommt ihr, und es stellt sich die Frage, wer rennt hier eigentlich wirklich, ja, also ob man das wirklich so als Rennen bezeichnen muss. Also man muss, die Marsforschung findet koordiniert statt, da gibt es eine International Mars Exploration Working Group, wo praktisch solche Projekte wie ExoMars und Opportunity und Mars 2020 das einfach abgestimmt wird, und das ist auch sinnvoll natürlich. Ja. Es gibt auch Organe, die das besser machen, also jetzt das aktuelle Heft von Sterne und Weltraum widmet sich sehr ausführlich dem Mars, und es sind sehr, sehr, sehr gute Beiträge diesmal dabei. Also das empfehle ich jedem, der sich dafür interessiert. So, aber dann kam ein anderer diese Woche, der hat also auch was Heißes von sich gegeben, Stephen Hawking, der uns ein Ultimatum gesetzt hat, uns Menschen, dass wir einen anderen Planet uns suchen müssten, auf dem wir leben, weil es hier so langsam gefährlich wird. Also er setzt eine Frist von 1000 Jahren und meint, dass wenn man länger auf der Erde bleiben würde, dass wir ein großes Risiko eingehen, einer Massenausrottung praktisch anheimzufallen oder unseren Planeten selber so ruinieren, dass er hier unbewohnbar wird. Deswegen müssen wir andere Planet, da bietet sich eben der Mars natürlich an als Nachbarplanet. Ich wüsste nicht, was ihm sonst noch im Sinn ist, also, aber Stephen Hawking hat auch schon mal geäußert, dass die Menschheit auch jenseits des Sonnensystems so langsam anfangen müsste zu suchen, weil es ja auch in 3 bis 4 Milliarden Jahren hier ziemlich ungemütlich wird. Ich glaube, da greift sich jeder Evolutionsbiologe ans Hirn und sagt, wer kann denn überhaupt nur ansatzweise sich vorstellen, was in 3 bis 4 Milliarden Jahren ist. Ja, die Sonne wird sich aufblähen und das Wasser wird hier verdampfen, das ist alles richtig. Aber es gibt uns Menschen, nehmen wir das mal alles sehr positiv, 2 Millionen Jahre, 4 Millionen Jahre, das ist schon sehr, sehr, sehr positiv gegriffen. Und wer weiß, was in 100 Millionen Jahren aus der Tierart Mensch geworden sein wird. Und ich glaube, dass es also irgendwie schlichtweg völlig daneben ist, solche Diskussionen zu führen. Klar braucht man Visionen. Für mich war immer, mein Visionär war immer Carl Sagan. So mit dem bin ich so groß geworden, Pale Blue Dot und das alles. Und der eben auch gesagt hat, jetzt haben wir das Werkzeug der Raumfahrt, dann nutzen wir es doch auch, um herauszubekommen, ob es irgendwo anders Leben gibt. Deswegen die Landesonden Viking 1 und Viking 2 mit den 3 Bio-Experimenten. Rausche ich das, oder? Also hier. Ich dampfe zu sehr, glaube ich. Ja. Und wir wissen, dass es kein Ergebnis gezeitigt hat. Eben, vielleicht waren die Experimente auch nicht gut genug, aber auf jeden Fall war es der erste Versuch. Und jetzt geht es eben mit ExoMars weiter. Nächstes Labor auf dem Mars, das das herausfinden kann. Und Mars 2020 eben von den Amerikanern dann auch. Aber hartnäckig hält sich das immer mit dieser Besiedlung vom Mars. Und dann, es ist sehr still geworden inzwischen. Dieses Slide habe ich schon seit einem Jahr drin.
Also Mars One, spricht da eigentlich noch irgendjemand davon? Zum Glück nicht mehr, glaube ich. Und jeder weiß ja, dass es ein totales Hirngespinst ist, dass die in den 20er Jahren bereits mit Menschen zum Mars fliegen wollen, mit dieser Stiftung da aus den Niederlanden und One-Way fliegen wollen. Ja, was ethisch sowieso völlig Banane ist, das wissen wir alle. Aber es hat auch einer von diesen Finalisten, diesen vermeintlichen, mal zum Besten gegeben, was es damit auf sich hat, dass da also sehr viel Blabla dahinter ist eben und auch, dass die Auswahlverfahren sehr fragwürdig sind. Okay, das ist also, sage ich jetzt mal, nicht wirklich ein ernstzunehmendes Projekt. Aber ja, es fiel jetzt schon mehrfach eben der Name Elon Musk, der also 1 Million Menschen auf den Mars bringen will. Lassen wir mal das Technische beiseite. Also was mich bei sowas immer total stört, ist, 1 Million sind nicht 8 Milliarden. Das heißt also, wenn es hier ungemütlich gibt, wird es irgendwann mal darum gehen, wer darf denn mit? Sei es 1 Million, sei es 10 Millionen, die er da hinbringt. Wer entscheidet denn, wer mit darf, wer die meisten Kohle hat, wer am besten aussieht? Sie wissen, in welche Richtung diese Diskussion läuft. Ich halte das für bei aller visionären Kraft, die hinter sowas steckt, für sowas von grotesk, diese Diskussion, weil, ich sage es Ihnen ganz brutal, das erinnert mich an Auschwitz, links, rechts, ja, und was soll das dann, ja, wer darf da mit und wer müsste auf den Mars, ja, also das ist nur so viel. Ich halte den Elon Musk für einen großartigen Entrepreneur, der hat Visionen, er steckt sein privates Geld in was rein. Aber ich glaube einfach, das ist bar jeder Vernunft, was da überhaupt diskutiert wird. Ich habe im Netz den Film gesehen, den können wir uns jetzt auch nochmal kurz angucken. Das wird wahrscheinlich dann wieder abstürzen, aber ist ja egal. Wir wissen jetzt, wie es geht. Das, was Sie da oben auf der Brücke sehen, das sind Menschen. Also es ist eine große Rakete, Achtung. Das sind also the chosen ones, die Erlesenen, die Auserlesenen. Man könnte ja den Spieß umdrehen. Ich wüsste schon ein paar, die ich da hinschicken würde. Ja. Ja. Und dann der Funkverkehr bricht dann auf einmal zusammen. Ich meine, es ist natürlich sicherlich richtig, wenn ich jetzt hier vor 100 Jahren einen Vortrag gehalten hätte und auf Jules Verne eingegangen wäre, Reise zum Mond, dann hätte er auch gesagt, der hat sie nicht mehr, alle hinterm Kuckuck. Ne? Und wir waren auf dem Mond. Ne? Ja, jedenfalls braucht er gute Ingenieure, glaube ich. Also was man ihm lassen muss, er muss ein unglaublich überzeugendes Auftreten haben, ein gewinnendes Wesen. Also er ist schon eine sehr außergewöhnliche Person, glaube ich. Naja, also soweit ist alles wie gehabt, nur in groß, ne? Aber es geht, wie es Katzen machen bei dem. Habe ich noch 5 Minuten? Ja, es. Kilowatt, ist ordentlich, oder? Ja.
relativ zügig unterwegs mit 100.000 Kilometern pro Stunde. Wahrscheinlich wieder fest, oder? Nee, diesmal geht es weiter. Aber ich habe jetzt noch einem arg viel. Ich hätte noch viel, aber wie gesagt, also sage ich noch, was gerade so noch. Das habe ich noch. Das hier wäre noch ganz interessant, eben was eben jetzt ein bisschen ernsthafter betrachtet, vielleicht darüber gedacht wird. Der Uli Walter hat das ziemlich frech und pfiffig in dem Spiegel-Interview gesagt, also 2. August 1948 werden Menschen das erste Mal auf dem Mars landen. Da ist halt ein Startfenster. Er meint halt, dass mit den 30er Jahren, das jetzt so angepeilt ist, soweit sind wir noch nicht. Er denkt, also es gibt technisch doch noch einige kleine Hürden, aber wir wissen, dass die technischen Hürden eher leichter zu meistern sind als die weichen Faktoren. Weiche Faktoren eben Gesundheit, lange Isolation im Weltall, wie wird man das meistern können? Den Aufenthalt auf dem Mars mit der Strahlenbelastung eben, das ist ein relativ großes Problem. Wenn ich die Strahlenbelastung eben unter Kontrolle haben will, muss ich relativ schwere Schutzvorrichtungen haben. Gewicht ist immer eine Sache, die ins Geld geht. Und Geld überhaupt ist natürlich das größte Problem bei einer bemannten Marsmission. Der Ulrich Walter sagt, es sollte dann auch mindestens eine Sicherheit von 90% sein, dass man heil zurückkommt. 90% ist noch relativ wenig, meiner Meinung nach. Ja. Also das ist schon eigentlich ziemlich... Bei Gagarin war es sicherlich geringer. Und wenn man heute, glaube ich, die Apollo-Missionen nochmal unter die Lupe nehmen würde, die wüssten, glaube ich, da wird keiner mehr einsteigen, glaube ich. Ja. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Mensch das machen wird. Die Frage ist, ob, sage ich mal, jetzt demokratisch verfasste Gesellschaften wie wir die Überzeugungskraft aufbringen, dass die Mittel zusammengeworfen werden, dass man auf so eine kritische Summe kommt von, was weiß ich, 30, 40, 50 Milliarden Euro oder Dollar eben. Und da, glaube ich, wird es schon sehr ernsthafte Widerstände geben, die es zu überwinden gibt. Viele sagen, es wird nur in einer großen internationalen Kooperation möglich sein. Also das glaube ich auch. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern zum Beispiel da China eine Rolle mitspielen wird, weil die haben viel Geld und die haben den Ehrgeiz und die haben sicherlich große Lust und Laune zu zeigen, dass sie da sowas Großes, wo sie irgendwann mal, also die erste Mann auf dem Mond waren, die Amerikaner, die haben bestimmt unterschwellig den Ehrgeiz, den ersten Menschen auf dem Mars sollte ein Chinese sein, möglicherweise. Das könnte dann so aussehen, wer weiß, Sie kennen alle diese tollen Bilder mit Habitaten und also Terraforming ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz große Nummer, da kenne ich mich nicht gut aus, aber wer weiß, was alles schief gehen kann und das fängt beim Kartoffelzüchten des Marsianers an, wie Sie alle, oder viele von Ihnen sicherlich gesehen haben, fand ich ein klasse Film, hat mir sehr gut gefallen, vor allem weniger jetzt wegen der technischen Details und wegen der Dramatik der Geschichte. Also ich fand das Beste, die kleinen, fiesen Spitzen zwischen NASA-Headquarter und Jet Propulsion Laboratory, zwischen der Bürokratie der NASA und denen, die es machen und sowas. Da waren sehr, sehr subtile Sachen dabei, die uns allen sehr bekannt vorkamen. Also, ja, es ist auf dem Mars einiges los. Es liegt eine ganze Menge Schrott da schon rum, sagen wir mal so. Die erste Landung auf dem Mars war Mars 2 von der Sowjetunion damals noch. Das hat aber nur vor 20 Sekunden was übertragen, dann die erste erfolgreiche große Mission war Viking 1 und Viking 2, dann irgendwann kamen die anderen noch dazu und eben Curiosity ist zurzeit die große Nummer, die auf dem Mars rumfährt und da komme ich gleich noch auf meinem Bildchen noch dazu. Den gibt es übrigens eben auch noch, den Opportunity, sieht man vielleicht von hinten diesen kleinen Punkt, wie er da an den Berg hingeparkt ist und natürlich die Frage, ob einem wirklich das so reizvoll erscheint, wenn ich da jetzt auf den Mars fliege, da mein ganzes Leben noch zu verbringen. Also wie gesagt, ich
sitze lieber im Biergarten am Starnberger See oder sowas. Das haben wir auch schon gehabt, dass wir alles da haben. Das ist der Weg, den Curiosity inzwischen zurückgelegt hat. Also die machen sich jetzt ernsthaft daran, diesen Mount Sharp, der eine Höhe von 5000 Meter hat, zu erklimmen. Haben insgesamt jetzt schon 14 Bohrungen gemacht. Die gehen immer nur so tief rein. Also in vier Jahren wird man das alles noch ein bisschen tiefer haben. Das wird ganz gut. Und dass auch bei der NASA manchmal was schief geht, das sieht man in diesem Foto. Das sind nämlich die Löcher in den Rädern von Curiosity. Die hat man einfach mit Aluminium so dünn gemacht, dass die spitzen Steine da jetzt inzwischen und auch diese aggressive, korrodierende Atmosphäre mit Wasserstoffperoxid und so Sachen, die also alle ganz lecker sind, eben da an den Reifen, an den Rädern ätzen und man die Befürchtung hat, dass es vielleicht bis auf den Gipfel rauf mit den Rädern nicht mehr gehen wird. Das wäre natürlich schade, wenn gerade an sowas, das liegt aber, Autobahnen können halt nur andere Länder. So, bei uns kommt in 2 Jahren noch was Kleines und Feines, eine stationäre Sonde, die heißt InSight und die soll also praktisch ins Innere des Mars reingucken. Da haben wir großes Defizit, noch einen Nachholbedarf, unter anderem mit einer seismischen Sonde von den Franzosen, die also Marsbeben detektieren soll, was eben auch viel Hinweise gibt, wie die Erdbeben oder die Bebenwellen verlaufen, wie der innere Aufbau des Mars ist. Und von uns kommt ein kleines Geophysik-Experiment, das heißt HP Cube, also HP hoch 3 eigentlich. Die bohrt sich 5 Meter tief in den Boden rein, nimmt keine Proben, sondern misst den Wärmefluss und die Bodenfeuchte und den Temperaturverlauf und solche Dinge. Daraus können auch Rückschlüsse gezogen werden, wie der innere Aufbau des Marses, wie er sich letztendlich entwickelt hat. Das machen die Geophysiker bei uns, das Professor Spohns Experiment, sein letztes, bevor er nächstes Jahr in Ruhestand geht. Deswegen hatte er gehofft, dass auch dieses Jahr beim März-Startfenster InSight schon geschossen wird, aber das wurde dann nochmal, wenn man mit dem seismischen Experiment ein paar Probleme hatte, die konnten das Vakuum nicht richtig halten in der Kammer drin, hat man nochmal zur Sicherheit um 2 Jahre verschoben und das kommt dann 2018. Unser großer Traum wäre, dass wir 2025 vielleicht, also irgendwann im nächsten Jahr, 10 Proben vom Mars bekommen, die man dann wirklich mit dem ganzen Apparat, den man hier in einem Labor hat, analysieren kann. Das wäre sehr wichtig und planen da auch ein Receiving Laboratory in Berlin aufzubauen. Mal sehen, ob das Realität wird. Und dann ist die Welt ja seit kurzem auch eine andere. Und wir beschäftigen uns auch mit der Bedrohung der Erde. Die sieht jetzt auch offensichtlich ja so aus. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Köhler. Fragen an Herrn Köhler und Besichtigung von diesem Gerät hier, würde ich sagen, nachdem ich hier den offiziellen Close-Out mache. Die Tagung ist vor 40 Minuten zu Ende gegangen. Die ersten mussten bereits zum Zug stürzen. Na, bei mir steht dran nicht 12:10 Uhr, nicht 12:26 Uhr. So schlimm war es nicht. Außerdem habe ich später angefangen. Sie haben später angefangen, das ist unbestritten so. Heute war einmal zivil. Super Vortrag. Toll, dass alle da geblieben sind. Ich meine, wir haben tatsächlich mit Herrn Köhler jemanden, der keinen gehen lässt, in jedem Sinn. Es sei denn wirklich, der Zug fährt so, dass eine Ankunft daheim vor Mitternacht nicht mehr möglich wäre anders. Also 2 oder 3 sind vielleicht gegangen jetzt bisher. Ja, schön, dass Sie alle da waren. Ich hoffe, Sie kommen alle zu den 33. Raumfahrttagen. Ein Geschenk gibt es noch für den Herrn Köhler. Da ist immer dieses Airbus-Logo drauf. Das Unvermeidliche. Ja, wir sehen uns hoffentlich alle nächstes Jahr. Und wer noch Fragen zu diesem tollen Gerät hat, Herr Köhler wird sie sicher gerne beantworten. Ja. Viel Spaß und auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Tschüss.